Warte mal, ich kann ja nochmal hier auf dem rechten Bildschirm eine dunkle Website aufmachen. So. Machen wir den noch so. Zack. Okay, jetzt ist es perfekt, oder? Okay, das Game soll gut sein. Schauen wir mal, Freunde. Visage ist ein anspruchsvolles Spiel. Geduld, intensive Nachforschung und eine sinnvolle Verwaltung der Ressourcen bringen dich weiter. Alte vier. Ich gebe auf. Das ist zu viel für mich. Damn, son, where'd you find this? Oh, bro, what the fuck? Mods, ganz kurz, können wir den Titel wieder zurückändern zu 12-Stunden-Stream? Und das Game zu dem Game, was es ist. Also das ist Visage, also Visage quasi. Das wäre super, super sick. Vielen Dank. Soll ich vielleicht rechts unten in die Ecke gehen gleich? Hier hin? Kommen wir gleich mal. Alright, what the fuck, dude? Mach mal in Cups alles, Waze, das wäre lieb. Danke, Buddy. Auch das Stunden. Ich kann nichts machen, Freunde. Aber die Grafik ist insane gut. Holy shit. Dude, what the fuck? Oh. Ganz kurz, ich habe was vergessen. Jetzt können wir anfangen. Ey, ich muss sagen, das Game fängt krass an, yo. Holy shit. Das Game fängt real talk krass an. Okay, wir haben also irgendwie so Geiseln. Dude, holy fuck. Holy shit. Bro, holy fuck, Alter. Boah, ich hab Angst vor dem Game. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße, Freunde. Es sei dir gegönnt, bist der einzig große Streamer, der nicht Bezug zum Geld verloren hat. Bro, ich hoffe eventuell den nächsten Yacht. Also, geht so. Danke für die 5. Bleib wie du bist. Und mach den hier endlich rein. Smile W. Oh ja. Falls Happy gerade hier ist, Smile W wäre awesome, Bro. Real Talk. Wo hast du diese Pokémon-Wallpaper an deiner Wand? Oh, Display, das ist mein Partner. Die Jungs hier. Und wie heißt die Bilder, die Bilder halten? Es sind keine richtigen Bilder, Bro, es sind Metallplatten. Okay? Und die du mit okay, ich Hashtag Ad. wann kommt denn nicht wieder Dark Souls? Morgen, safe morgen. Ich hab Bock. Wir haben heute, also am Anfang des Streams haben wir schon gesagt, dass wir es morgen machen. Easy. Alright, Jungs, ich habe kurz noch die letzten Donations abgecheckt. Ich mute wieder Donations, ja? Also sie kommen, aber sie sind gemutet, okay? Für den Gruselfaktor, Freunde. Alright, let's go. Oh, das fängt krass an, ja? Hello, Twain. It's Rose, your neighbor. I know it's late, and I know that I tend to be a little anxious about small things. I apologize for that, but I'm getting a bit worried. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Es wird zu gruselig. I haven't seen you out of the house in about 3 weeks. Is everything all right? Could you call me just to let me know everything's fine? All right. Bye bye.
Freunde, müssen wir das spielen? Wir hätten doch einfach eine Runde Minecraft spielen können. Also jetzt Real Talk. Lass uns doch lieber eine gechillte Runde Minecraft spielen, Jungs. Warte, warte, halten, greifen. Das klemmt, okay. Alter Bruder, ich find's jetzt schon richtig krank. Holy shit. Verschlossen, du brauchst Schlüssel mit einem kleinen Spiegel. Okay. Gut, ich bin ja ein Mann. Ich brauch mich nicht schämen. Ich brauch mich nicht. Ich brauch mich nicht gruseln, Freunde. Weil es ist nur ein Spiel, Chat. Es ist nur ein Spiel. Was soll passieren? Wie lasse ich diese fucking Dose fallen, Chat? Mein Charakter lässt diese Dose nicht los, Jungs. Ingo, lass bitte diese Dose los. Nimm mit für Pfand. Ja, moin, Bruder. Wir haben technische Schwierigkeiten gerade. Ich werde diese. Interagieren. Ah, fallen. F. Ah, F und dann Linksklick. Okay. Okay, habe ich richtig verstanden. Wir suchen. Warte mal, wir müssen vermutlich jetzt den Schlüssel suchen, oder? Oh, Bro. Okay, Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, Jungs. Meinte, wir brauchen hier draus irgendwas? Wir können aus irgendeinem Grund die Gläser bewegen. Als hätte es irgendwas zu bedeuten, Alter. Können wir die Teller rausnehmen? Achso, oh mein Gott, da sind die am Boden. Oh Gott, Jesus, fuck, Alter. Ich glaube, ich mache das Game mal ja noch ein Stück heller, das ist true, ja. Also, natürlich nicht, weil ich eine Pussy bin, sondern damit es für euch, dass ihr mehr seht. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Das ist dann ein bisschen gechillter. Für euch, natürlich. Das hat nichts mit mir zu tun. Bro. Bro, Chat, bitte. Oh, du, müssen wir das spielen? Oh, Digga, das ist mad fucking creepy. Ja, ist ein bisschen zu hell, wa? Ja, ich mach's gleich wieder ein Stück weg. Keine Sorge. Können wir den Brief hier lesen? Steht denn da drauf? Okay, also soweit ich verstanden habe, ist das ein Game, wo wir uns alles sehr, sehr genau angucken. Können wir das aufmachen? Okay. Ich mach's nochmal ein Stück. Machen wir so vielleicht? Schau mal, so vielleicht, Jungs. Ich denke, so ist ziemlich nice. So ist ziemlich nice. Diese Aktion kannst du derzeit nicht durchführen. Okay. Sollen wir mal. Verstand. Der Verstand deines Charakters beeinflusst dein Spiel entscheidend. Unter anderem wird der Verstand deines Charakters deutlich verwirrter, wenn du zu lange in der Dunkelheit rumstehst. Der Zustand des Verstandes deines. Ach, Bruder, zu verschachtelte Sätze. Der Zustand des Verstandes deines Gehirnes, deines Charakters wird unten links auf dem Bildschirm auf dem Gehirnsymbol angezeigt. Je deutlicher das Gehirn zu sehen ist, desto verwirrter ist dein Charakter und es könnte gefährlich werden. Das Symbol einer roten Wolke wird angezeigt, wenn du dich in einer Stresssituation befindest, die den Verstand deines Charakters beeinflusst. Okay, also müssen wir möglichst immer Licht anmachen, oder wie? Bruder, okay. Und dann gehen wir doch einfach mal da runter, oder? Oh mein fuck. Bro, Chat, ich hab Real Talk jetzt schon keinen Bock mehr. Alter Schwede. Looking for the garage key? It's probably in your jeans pocket in the laundry room as always. Thank me later, honey. XX. Ja, danke. Ich kann tatsächlich Englisch. Guess what? Mit F5 schnell speichern.
Was heißt schnell speichern? Muss ich zwischenspeichern oder macht das Game das automatisch? Wait, war das nicht schon die ganze Zeit an da hinten? Mein Bildschirm. Oh Gott, Digga. Bruder, mein Bildschirm war einfach schwarz gerade für eine Sekunde, ich schwöre. Oh, Digga. Alter, das ist. Oh, Digga, das ist mad fucking spooky, Chat. Oh, Digga, ich trau mich echt nicht. Oh Gott, okay. Ah, halb so wild, halb so wild, halb so wild, halb so wild, halb so wild. Paranormale Ereignisse. Während des Spiels treten immer wieder paranormale Ereignisse auf. Du solltest lernen, sie zu erkennen, da sie dir deinen Fortschritt behindern und deinen Verstand deutlich verwirren. Die Anzahl der paranormalen Ereignisse hängt direkt von dem Zustand deines Verstandes ab. Okay. Also je weirder wir uns fühlen, desto mehr weirde Sachen passieren auch. Today the weather is going to be absolutely celestial. The temperature won't drop below 77 degrees and it's going to be one hell of a sunny day. Mm-hmm. Get your sunscreen towels out and take your whole family to the beach. Take a day off and show your love. Wo genau ist der Laundry Room? Was hatte der? Warte mal, können wir die on another note, kann ich irgendwie meine Notizen noch mal angucken oder so? And we're going to have a lot of fun with him. His name is Wayne Anderson. Nee. Ah, ich habe Optifine. Okay, Freunde, wo ist der Laundry? Warte mal, geh doch an die Haustür, da ist ein Schlüssel. Ein Schlüssel an der Wand. Wo? Schlüssel an der Wand? Oh, lol, nice. Gegenstand aufnehmen. Wenn du diesen Gegenstand aufnimmst, beginnt ein neues Kapitel. Du kannst kein anderes Kapitel beginnen, bis du dieses abgeschlossen hast. Okay. Schlüssel mit kleinem Spiegel. Ah ja, okay, gut. Dann müssen wir wieder zum Anfang zurück. Hier links, Freunde. Ein seltsamer Traum heißt es. Hier müssen wir rein. Ah, Tab-Inventar öffnen, okay. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz in die Helligkeit, Jungs. Ist das hier hell genug? Wir müssen kurz die rote Wolke da unten wegbekommen. Weil sonst ist es zu spooky, okay. Haben wir hier irgendwo Licht oder so? Bro, ich sehe ja nicht, wie ich die Tür aufmache, weil es so dunkel ist. Ah, ich habe so hard low sense deswegen, okay. Chat, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Chat. Oh mein fucking Gott. Das ist mad spooky, Alter. Ich muss wahrscheinlich zu der Tür hier, wa? Diggi, was zum Fick muss ich hier machen? Bruder, was muss ich machen? Ich weiß es nicht. Oh! F6! Wir laden unseren letzten Checkpoint. Fuck it. Oh Gott. Bro, das ist mad creepy. Ey, sorry, Jungs, ich bin richtige Pussy bei solchen Games, okay? Okay. Ach komm, ganz ehrlich, was soll schon passieren? Ganz ehrlich, was soll schon passieren, Chat? Ich muss es real talk ein bisschen heller machen. Ich sehe sonst legit nichts, Jungs. Bisschen heller müssen wir. Ups. Ja, so ist top. So ist für mich persönlich top gerade. Weil sonst sehe ich halt Real Talk nichts. Meint, ich muss im Spiegel irgendwas sehen? Okay, Freunde, es wurde gerade irgendwas gesch. Der Spiegel ist weg. Geht jetzt vielleicht diese Tür hier auf? Geht diese Tür vielleicht jetzt auf? Bro. Dude, ich weiß nicht, was ich machen soll, Chat. Ich weiß nicht, was ich machen soll, F6. Bro. Dude, das ist so creepy. Holy fuck. Alter, das ist too much. Das ist too much. Holy shit. Die sollen diese Speicherfunktion da nicht reinmachen, ich schwöre.
Ich muss wieder zu dem zurückfinden. Wenn wir hier die Tür zumachen, kann keiner reinkommen, richtig? Ist doch ziemlich smart. Hier könnten Kerzen aufgestellt werden. Kann ich noch irgendwas wegziehen oder so? Ich muss doch mit irgendwas interagieren können hier. Die Tür klemmt. Das Ding ist halt, alles klemmt. Ich schwöre, in den Horror Games ist einfach das Schlimmste, wenn du eine 180-Grad-Drehung machen musst. Ach komm, ganz ehrlich, ich grusel mich jetzt nicht. Es bringt doch nichts. Ganz ehrlich, es ist nur ein Spiel, Chat. Es ist nur ein fucking Spiel. Die hintere Tür mit dem Schlüssel steht da doch. Du hast den Schlüssel schon. Ach so, warte, hier haben wir den Schlüssel? Ach Leute, wann? Oder fucking Low Sense Chat. Okay, wir müssen nochmal ganz kurz in die Helligkeit, dass wir quasi kurz unser Verstand, ne, sonst passieren paranormale Sachen. Okay, let's go. Ja, schön, hier ist hell. Ach so, hier sind wir wieder. Warte mal, und die Tür ist auf einmal fucking offen. Bruh. Du, das ist ein richtiger Danny Bra-Moment. Und das Radio ist aus. Okay. In der Weihnachtsbäckerei gibt so manche Schlägerei. Zwischen Mehl und Milch gibt es keinen. Ich kenne den Text nicht. Eine Riesen, mein Bildschirm ist schwarz. Kleckerei in der Weihnachtsbäckerei. Alright. Cave, dude. Ayo, dog. Ist das ein... Ich dachte erst, da liegt ein Penis rum, aber es ist ein Schlüssel. Nice, wir haben einen Schlüssel, Freunde. Pock. Gefunden, Schlüsselkeller. Oh. Denkt ihr, wir sollen in den Keller gehen, Jungs? Ja! Zu dunkel. Bro, fuck. Okay, wir gucken erst, was wir noch finden. Okay, vielleicht... Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir zu dem Dude hochgehen? Ja, jetzt ist chillig. So ist chillig, perfekt. Ich komme! Lass uns paar E's nehmen, Homie. Alright, dude, fuck it! Bruder, wer hat hier so eklig reingeschissen und nicht sauber gemacht? Hey, die Scheiße, Alter. Ella, Ella. Ella, Ella. Alter Tümern! Alter Tümern! Wird gespeichert. Monka W, Alter. Dude, was ist das für ein weird ass fuck Spiegel, Bro? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Der Spiegel scheint dir ein anderes Zimmer in einem anderen Haus zu zeigen. Brudi, Alter. Oh mein fucking Gott, können wir Licht anmachen? Digga, warum haben wir keine fucking Taschenlampe, Bruder? Bruder, ich hab wirklich Low Sense, sein Vater, Chap. Wirklich, das Tür aufmachen ist anstrengender als im Real Life, Alter.
Okay, kann ich hier sonst noch irgendwas interagieren? Kann ich hier irgendeinen Schuh nehmen oder so? Okay, hier ist glaube ich nichts, oder Freunde? Denkt ihr, hier ist. Oh! Nice, da sehe ich mega viel. Seite umblättern. Ich weiß nicht, soll ich hier normalerweise was sehen? Ich sehe legit nichts hier. Könnt ihr hier was lesen, Freunde? Sie ist tot, was zum Teufel? Ich muss es heller machen, Bro. Safe. Das muss man doch safe lesen können. Nee, das ist schon wieder eigentlich zu hell. Hä, weird. Bruder, muss los. Vor allem das Gruselige ist, das Game hört einfach gar nicht auf, wenn ich in den Einstellungen bin. Also wenn was Gruseliges passiert und ich Escape drücke, kann ich nicht fliehen vor dem Jumpscare, Alter. Warte, man stelle sicher, dass das untere Visage nicht mehr zu sehen ist. Okay, so, oder? Okay, perfekt. Ja, jetzt ist es richtig eingestellt. Okay. Du kannst auch überall Kerzen aufstellen. Ja, aber wir haben gerade keine Kerze. Ah, hier geht's weiter vorne. Oh mein Gott, mein Chat ist abgestürzt. Okay, das ist einfach nur das Klo hier anscheinend. Was ist hier? Moin, Max. Oh, Tabletten. Tabletten unterstützen deinen Verstand. Sie sind absolut überlebenswichtig. Wenn dein Verstand immer verwirrter wird, dann sind sie die einzig gang gangbare, die einzig gangbare, der einzig gangbare Weg, sagt man das so? Um ihn wieder gerade zu rücken. Alright, ich muss kurz meinen Chat neu starten, Freunde. Oh, Bro, sorry, Jungs. Ich muss wirklich erstmal reinkommen. Ich weiß, es ist vielleicht gerade ein bisschen schwierig zu gucken, Alter. Weil ich gerade wie eine fucking Bitch spiele. Aber, Alter, ich find's mad gruselig. No joke. Wirklich, die ersten 10 Minuten sind genauso gruselig wie das ganze Game, was ich mit Basti gestern gespielt habe. Alter Schwede. Holy shit. Das ist wirklich extrem gruselig, Alter. Ich könnte nicht mal eine Minute zahlen, okay. Ich liebe sie, Pepe Love. Grüße an Vedat, Kylo und Let's Force. Swizzle, danke für die 10 Euro, Mate. Vielen Dank für den Support. Okay, die Pillen sollen wir wegnehmen, ne? Mitnehmen. Können wir die einpacken? Ach so, warte mal. Haben wir die Pillen im Inventar? Wie nehmen wir die Pillen ins Inventar, Chat? Ah ja, okay. Nee, er nimmt sie einfach, Bro. PP-Jäger. Oder. Hallo? Verwenden, fallen lassen, untersuchen. Ach, warte mal, wir können die, glaube ich, gar nicht. Okay, soweit ich verstehe, können wir die gar nicht mitnehmen. Wir müssen die finden. Zahnbürste, hier können wir nichts interagieren. Was ist hier drin? Okay, nichts Spannendes. Oh, was hier? Seifenspender. Rasierer, ein paar Pillen. Ohrstäbchen, die ich noch nie in meinem Leben benutzt habe. Aber man sollte wahrscheinlich. Oh, meint ihr, wir müssen ihm folgen? Wo ging da draußen das Licht an, Freunde? Oh, Digga, holy shit. Warum zum Fick tue ich mir das an gerade? Okay, saved. Halt das Team! Hu ha 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 hu ha ja 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 ha ja 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 hu ha. Oh, der ist süß. Okay, da ist noch mehr Licht. Oh, Bruder, der Bastard macht mir mies Angst. Holy fucking shit. Wer zum Fick ist er? Okay, fuck it. Ja. Alright. Sorry für die Laute, Jungs. Ich muss irgendwas von mir geben.
Man kann das Game ohne Jumpscare durchspielen. Ich weiß nicht, ist es so ein Jumpscare-lastiges Game? Ach, ganz ehrlich, was? Bis jetzt haben wir noch keinen Jumpscare. Ich tue einfach so, als gäbe es keine Jumpscares in diesem Game. Okay, wird gespeichert. Schwierig. Sam steht da drauf, aber das A ist umgedreht. Bruder, 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 Bruder. Ab ins Licht, ab ins Licht, ab ins Licht. Okay, nice. Wir können die Lichter machen. Belugia. Können wir die wieder aufmachen oder so? Nee, wa? Oh, Bruder. Ich weiß nicht, ob ich da rein will, Freunde. Ich sage euch ganz ehrlich, ich will da nicht rein. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss irgendwie hoch auf das Dachgeschoss. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Irgendwas hat sich doch auf dem Dachboden bewegt. Oh! Schau noch auf dem Nachttisch nach. Auf dem hier, meint ihr? Also ich kann die Pillen nehmen, aber... Soll ich sie verwenden? Kann ich mir zu viele Pillen reinhauen? Gibt es zu viele Pillen? Okay, was ist das hier? Head Clear. Fast Relief. Okay, das ist eine Entspannungspillen. Uff. Okay, Freunde, wo zum Fick müssen wir hin? Nimm mit. Ich kann die nicht ins Inventar packen, Jungs. Wie soll ich die ins Inventar packen? Ich kann die nicht ins Inventar machen, ich schwöre. Ich schwöre, es geht nicht, Jungs. Die kann man nicht da reinmachen. Es gibt keinen Weg. Man kann die nicht lagern. Rechts geht nicht zum Lagern. Wirklich nicht, ich schwöre euch, es geht nicht. Ich kann sie in der Hand behalten, aber ja, I don't know. Was ist die Mission in dem Game? Ich habe keine Ahnung, Bruder. Wir sind einfach gespawnt gerade. Okay, Freunde, gibt's... Bro, 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 bro. Mach doch nicht diese, Alter. Okay, der Lichtschalter war da irgendwo. Okay, perfekt, easy. Okay, hier waren wir noch nicht. Oder waren wir hier schon? Ich weiß nicht genau. Und safe, okay. Verschlossen, es gibt keinen Hinweis darauf, welcher Schlüssel hier passt, okay. Eine Weltkarte mit irgendwie was dahinter oder so. Pisse auf dem Stuhl, man kennt ihn. Ist ja im Grunde so wie bei mir zu Hause. Oh, shit, let's go, chat. Pog you. Schlüssel mit Blitzsymbol. Was war das? Okay, beide Schlüssel gehen hier nicht. Aber wir haben einen neuen Schlüssel, Freunde. Sehr, sehr gut trotzdem. Zeitung. Nichts Spannendes sonst hier. Okay. Oh, jemand schreibt Stromkasten. LOL. True. Smart, Bro. Fivehead. Ja, Mann. Vielleicht können wir den Strom anmachen und alles ist entspannt. Und das ist so wie Hausflipper. Wir müssen einfach... Sorry. Weiß nicht, warum ich mich gerade so erschrocken habe. Nur das Licht ist ausgegangen. Sorry. Die Musik war irgendwie so, als würde irgendwas passieren. Sorry, Chat. Oh, Bro, 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 Bro. Okay, vielleicht soll ich hier rausgehen. Meine Freundin lacht mich aus, weil ich Angst habe. Sie findet das Spiel funny. Please end me. Frauen.
Woman, am I right? WTF, gerade voll erschreckt, bis ich bemerkt habe, dass es dein Gesicht ist. Gag-Maschinen-Chat, wirklich. Oh Mann. Okay, Jungs, helft mir mal ganz kurz. Wir müssen nach oben auf den Dachboden. Und hier ist so eine Luke, oder? Wie können wir diese Luke aufmachen? Irgendwas bewegt sich doch auf dem Dachboden. Meint ihr, wir müssen in den Keller? Da war eine Kerze. Da war eine Kerze, Bro. Helft mir, wo? Oh, die hier? Oh, danke, Jungs. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Oh mein Gott, Baby. Holy fucking shit. Oh Gott, stell dich bitte nie wieder an die Tür so. Alter Schwede, steht sie da mit so 6 Chicken Rolls in der Hand. Aber ohne was zu sagen, Alter. Ich hab übelst Angst. Willst du mitspielen? Ich hab einen Kopfhörer allerdings für dich. Das ist ultra creepy, Alter. Freunde, Cindy hat heute ihre Mathe-Klausur geschrieben und es war relativ erfolgreich. Ja. Pog you in chat. Nur wegen Kevin. Was ich gerade eigentlich sagen würde, schmeckt es? Ja, aber kein Bock auf Essen drauf. Okay, was ich fragen würde, ich gehe jetzt einkaufen. Mhm. Ich hole ein bisschen Schoki für heute Abend. Mhm. Zum Aschi. Mhm. Zum Frühstück. Oreo-Milka, bitte. Ja. Mhm. Oder will ich nur. Nee, normale Oreos. Mhm. Mhm. Was noch? Naja, zum Frühstück. Cini-Minis. Ich dachte so ein bisschen Rührei mit Brötchen. Cini. Ja, cool. Ja. Aber bring trotzdem Cini-Minis mit, wenn's okay. geht. Und sonst bestellen wir morgen Essen oder was soll ich holen? Musst du morgen lernen? Mhm. Ja, dann lass morgen bestellen. Okay, also hole ich nur Frühstück und für heute Abend. Aha. Und vielleicht kannst du so ein paar extra Brötchen holen, dann kann ich die so währenddessen. Ja, ja, so ein bisschen snackmäßig. Ich kann auch Brot holen, dann machen wir uns Stullen. Ja, können wir auch machen. Alright. Ich hab ein bisschen Angst rauszugehen. Ich hasse es im Dunkeln alleine rauszugehen. Ja, ich find's mega entspannt, jetzt hier alleine zu sein, während ich das grusigste Spiel in meinem Leben spiele. Hallo, du bist wenigstens zu Hause und warm. Ich geh ja, in die Kälte. Mega chillig, oh Mann. Dann mach doch kurz Stopp und guck dir Ariana Live Performances an und dann join ich dich. Auf gar keinen Fall. Willst du auch ein bisschen Snack haben jetzt für das Spiel, um die abzulenken? Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin noch ein Mann. Wie ablenken? Wovor soll ich mich denn ablenken? Vor so einem Bilbo-Spiel ist doch nur ein Videospiel. Oh, das ist in der Wohnung. Oh. Das ist mega entspannt. Oh, oh Bruder, draußen hat gerade jemand geschossen. Aber es ist nur Feuerwerk. Ich dachte, man klopft am Fenster. Freunde, kann ich die immer nur direkt placen oder kann ich die auch ins Inventar packen? Ich kann die nur direkt placen, ne? Jetzt hast du gesagt, dass du Angst hast und jetzt habe ich automatisch auch Angst. Toll. Ich verstehe nicht, was muss ich machen? Wie zünd ich die an? Zünd die Kerze mit dem Feuerzeug an. Ach so, warte, mir fehlt ein Feuerzeug, oder? Mir fehlt ein Feuerzeug, richtig, Chat? Okay. Wo würdet ihr, wenn ihr eine Wohnung hättet? Okay, angenommen, ihr werdet nicht homeless, Chat. Wo würdet ihr ein Feuerzeug hinpacken? Oder ich schwöre, auch immer dieses Licht da hinten irgendwo ausmacht. Leck mich, Alter. Freunde, denkt ihr, Real Talk, wir müssen in den Keller? Ich meine, da würde es Sinn machen, ne? Oh boy. Das hat einen Steam-Erfolg gegeben. Warum leuchtet diese Matroschka, Freunde? Okay, what the fuck, dude? Die verschwindet einfach wieder. Ja, hiha, huha. Oh Leute, hier ist noch eine versteckte Tür oder so. Ah, okay, hier ist das Kinderzimmer. Okay, verstehe. Michelle, ich bin ein bisschen verwirrt. Könnt ihr mir fix helfen? Im Keller könnte was sein. Für den Dachboden, um das aufzumachen? Niemals. Normalerweise ist doch sowas direkt schon hier, oder? Am Nachttisch ist ein Feuerzeug. Sorry, Boys, ich bin leicht verwirrt gerade. Nee, hier habe ich eigentlich schon alles überdings. Auf dem Tisch liegt ein Feuerzeug? Niemals.
Warte mal, hier waren wir schon überall. Wir haben alles gesehen, außer jetzt den Keller, ne? Na gut, dann gehen wir wieder runter. Oh! Oh, Chat, 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 Chat! Wir waren eher da unten. Wir waren der Habibo, Alter. Bro. Sorry. Warum zockst du nicht Layer of 4? Das ist mega sick. Hab ich schon durch. Hab ich schon durch. Ist mein Lieblingsgame. Ist das beste Horrorgame, was ich je gespielt habe. Okay, Freunde, das Ding ist, ich bräuchte irgendwie Licht. Warte mal, kurze Frage. Angenommen, wir finden ein Feuerzeug. Können wir dann rein theoretisch die Kerze mitnehmen, während sie angezündet ist? Und dann die ganze Zeit mit Licht rumrennen? Das wäre ja insane. Geht das? Ja, das geht. Was ist, wenn wir einfach das Haus verlassen? Okay, natürlich. Obvious. Ich weiß nicht ganz. Das Ding ist halt, ich muss immer Licht anmachen, wenn ich irgendwo reingehe. Sonst kriegen wir Hallos, Freunde, und da habe ich gar keinen Turn drauf. Oh, Cindy, bitte was? Okay. Ich weiß nicht, soll ich einfach runtergehen und aufmachen? Ich sehe hier absolut nichts. War das nicht eine... Freunde, ganz kurz, bin ich gerade super powerlost? War das, zählt das jetzt Licht? Zählt das jetzt Licht? Das zählt das Licht. Oh mein Gott. Okay, hieß es nicht, dass dieser Schlüssel hier für den Keller ist? Oh, für die Garage. Ja, ist die Frage, wo ist die Garage? Meint ihr, die ist in die Richtung da? Ja! Bro. Ich sehe halt nichts, Junge. Ich sehe halt legit nichts. Ist die hier hoch, die Garage? Alter, das ist mad creepy. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts von... Was war das? Was zum Fick war das, Chat? Was zum Flying Fuck war das gerade? Okay, wir nehmen uns einfach so eine fucking Vase. Okay, oder dann nehmen wir uns so ein Glas hier. Und wenn er kommt, hauen wir ihm einfach eins aufs Maul. Ich sehe nichts. Also, ich weiß nicht, ich sehe halt nichts, was ich da machen muss. Könnt ihr was sehen? Ich sehe da nichts, Bruder. Ja, eine Kerze. Wir brauchen halt ein Feuerzeug, Alter. Wo liegt denn das erste Feuerzeug? Oder wo liegt denn allgemein ein Feuerzeug? In der Küche. Aber die Küche haben wir doch noch gar nicht gesehen, oder? Oh. Können wir mit dem interagieren? Nee, niemand am Telefon, Freunde. Okay. Frag doch den Hausmeister.
Ich mach mal ganz fix für eine Sekunde kurz das heller, damit ich sehen kann, was ich da mache. Ach, das soll so sein, dass man nicht sieht. Okay, nevermind. Ich sehe absolut nichts, Freunde. Okay. Garagenschlüssel. Hä? Das ist doch. Hä? Wir haben doch den Garagenschlüssel gelootet oder bin ich low? Den Kellerschlüssel. Was denn jetzt, Jungs? Hä? Aber im Keller ging der Schlüssel auch nicht, Jungs. Auch schon Layers of 4-2 gespielt? Nee, das habe ich noch nicht gespielt, Bruder. Basement stand da drauf. Ja, stimmt, ihr habt recht, da steht Basement drauf. Ich lese es auch. Das war nicht der Keller, okay. Okay, dann, so wie es ausschaut, brauchen wir dann den Schlüssel der Garage. Also müssen wir jetzt irgendwie versuchen, den Schlüssel der Garage zu finden. Jemand hat Kinderzimmer geschrieben. Ich denke, dann schaue ich nochmal da. Aber eigentlich habe ich alles mir angeguckt. Also wir suchen Sarah and Dad. Warum zum Fick mountet der Dad die Alte? Warum ist der Vater auf den Schultern von Sarah? The fuck, Alter. Bruder, this Vieh ist creepy as shit. Der Typ auch. Was zum Fick ist das, Alter? Jetzt steht hier einfach so mit Buchstaben draufgeschrieben, einfach so anal. ja, wir brauchen sowas wie einen Schlüssel, Freunde. Warum ist Sarah nicht in der Küche? Okay, schwierig. Also wir suchen irgendwie einen Schlüssel für die Garage, Jungs. Das suchen wir. Aber eigentlich haben wir doch schon alles durchgekramt hier, oder? Oh, was ist das hier? Haben wir schon? Ich meine, wir hätten uns eigentlich schon alles angeguckt, aber wir gucken uns einfach nochmal doppelt an, falls wir irgendwas übersehen haben. Ist das ein Feuerzeug? Oh mein Gott, ladies and gentlemen, we fucking did it, bro. Okay, Feuerzeuge werden als kleine Lichtquelle verwendet, um das Haus zu durchsuchen. Sie halten nur eine begrenzte Zeit. Sie verhindern nicht, dass sich Spannung aufbaut. Wenn du mit einem Feuerzeug im Dunkeln stehst, wirkt sich das negativ auf deinen Verstand aus. Du kannst aber auch Kerzen damit anzünden. Okay. Also nur richtiges Licht ist richtiges Licht. Okay, wir können also jetzt diese Kerze damit anzünden. Und zum Beispiel... Weiß ich nicht, dann würde ich sagen, machen wir es irgendwo hier unten rein, oder? Haben wir hier unten irgendwie sowas wie einen Kerzenständer oder so? Machen wir hier rein, easy. Okay, top. Wie mache ich das Feuerzeug wieder aus? Okay. Okay, easy clap, Freunde. Ganzes Feuerzeug erstmal verbraucht, ne, moin. Boah, der helft mir mal fix, Alter. Ich finde diesen Schlüssel nicht. Ob wir nochmal hier unten rein müssen? Können wir hier irgendwas machen? Nee. Über dir. Oh! Der Griff ist außer Reichweite. Okay, wir brauchen also sowas wie vielleicht... Also entweder ein Schlüssel fürs Basement, beziehungsweise für diese Tür, die wir da unten haben. Das scheint ja nicht das Basement zu sein, was wir haben. Oder beziehungsweise scheint nicht die richtige Schlüssel für diese, genau diese Tür zu sein. Da brauchen wir die richtige Schlüssel. Wir brauchen eine Leiter hierfür.
Können wir hier rein oder so? Nee, wa? Nee. Sag ich doch, dass du klein bist. Shut up. Alright, ich bin 1,78. Das ist eine normale fucking Körpergröße. In den Hosentaschen im Kleiderschrank vielleicht, stand auch auf dem Zettel da. Der Boy hat... Stimmt, das habe ich vergessen. Warte mal, sie meinte, da, auf dem Zettel stand irgendwas von Laundry Room drauf. Also wir müssen irgendwie sowas finden wie ein Laundry Room. Aber ich habe keine Ahnung, hatten wir unten sowas gesehen? Ich kann mich eigentlich nicht entsinnen, dass wir unten sowas wie ein Laundry Room gesehen haben. Hier ist nichts Spannendes, glaube ich. Reiß deinen Arm ab und nimm ihn als Verlängerung für den anderen Arm. Smart. Fucking smart, Bro. Okay, wir gucken nochmal unten. Vielleicht haben wir unten irgendwas übersehen, Jungs. Vielleicht in dem Raum. Hier haben wir nicht so viel geguckt. Oh, Bro. Ich weiß nicht, ob ich es gruseliger finde mit oder ohne den Fernseher. Oder shut the fuck up, Alter. Zünd das Haus an und dann raus da. Ja, ist so. Der Schlüssel im Büro. Genau, warte mal. Wir haben aktuell haben wir einen Blitzschlüssel. Den habe ich schon genommen im Büro. Warte, lass uns mal das hier kurz angucken. Looking for the garage key. It's probably in your jeans pocket in the laundry room as always. Okay, warte mal. Vielleicht geht's hier weiter. Hier waren wir noch nicht, Jungs. Das klemmt. Okay, warte mal. Dann vielleicht hier links. Oder ist das hier ein Laundry Room? Nee, oder? Das war einfach nur ein Schrank. Ja. Vielleicht ist es hier irgendwo. Du brauchst Kellerschlüssel. In... Also, Real Talk. Erklärt mir fix, wie ist... Okay, inwieweit ist das ein Keller hier? Oh, verstehe. Okay, verstehe, inwieweit das ein Kellerschlüssel ist. Okay, Freunde. Wir kommen weiter. Progress. Pock you. Oder vor meiner Haustür schreien gerade irgendwelche Leute rum. Es ist mad creepy. Ist das hier der Laundry Room? Ja, Mann, oder? Das sieht doch aus wie der Wäscheraum. Safe, Chat. Safe. Wir suchen meine Jeans. Aber ich sehe keine Jeans von mir. Können wir das hier vielleicht aufmachen? Aha. Hier ist nichts drin. Können wir das hier aufmachen? Oh, Bruder. Warum? Ich kann nichts steuern gerade. Warum macht er das so super fucking weird auf gerade? Oder? Okay, ich hab die Schlüssel, Freunde. Let's fucking go. Okay, nice. Progress, progress. Let's go. Let's fucking go, chat. Okay. Gut. Jetzt wurde gespeichert, Freunde. Das Game weiß, dass wir jetzt zu 100% hier drin waren. Das bedeutet, jetzt kommen doch irgendwelche Jumpscares, oder? Just for the Ah, wir sind ein Mann, Freunde. Ganz ehrlich, wir sind keine fucking Bitch, alright? Wir brauchen keine Angst haben. Wovor sollten wir Angst haben? Es ist nur ein fucking Game. Es ist nur ein Game, Chat. Alles halb so wild. Ich habe irgendwie das Gefühl, jemand ist hinter mir. Ich sehe absolut legit nichts, Chat. Wie mache ich mein Feuerzeug wieder aus, Chat? Gibt es einen Weg, um das Feuerzeug wieder auszumachen? Oder geht das einfach automatisch wieder aus?
Ich weiß nicht ganz, ich habe das Gefühl, das Feuerzeug ist unendlich. Aber not sure. Vermutlich müssen wir hier runter. Da liegt noch ein Feuerzeug. Wait, wo? Habe ich ein Feuerzeug übersehen? Wie war der Sellout-Stream? Sehr, sehr nice. Die ersten zwei Drittel waren eigentlich durchgängig Poc-U-Links. No joke. Auf dem Koffer. Oh, lol. Meint ihr, es ist smart, vielleicht zu switchen? Okay, mit Linksklick gedrückt kann ich an und aus. Okay. Verschlossen, du brauchst Garagenschlüssel. Also Freunde, versteht mich nicht falsch, aber irgendwas ist hier verkehrt. Aber gut, ich meine... Wenn es unbedingt sein muss. So, der Shit ist mir zu fucking spooky. Ah, okay. Viel besser. Oh, das könnte so ein Elektrikraum hier sein. Eines von den beiden. Okay, hier geht wohl kein Licht an. Können wir hier drin Licht anmachen? Ah, Freunde, schaut mal, wo wir sind. Hier ist der Raum, wo es... Aha. Schauen wir mal fix. Ich weiß nicht, Jungs, kann ich das Feuerzeug verbrauchen? Also gibt das quasi... Ist es limitiert? Weil sonst würde ich es halt immer usen, um halt zu gucken, ob da irgendwas Nices ist oder so, falls ich irgendwas übersehe. Oh ja, ich kann es verbrauchen. Okay. Das hier ist der Keller. Oh, Bro. Wait, what? Wie sind wir in der ersten Etage oder sowas in der Richtung? Das ist gewollt, dass das so abgefuckt ist, oder? Bruder, was zum flying fuck? Das ist gewollt, dass es so mit Garage und Keller und so, dass das alles so ein bisschen verwirrt ist. Na, Freunde, dann wollen wir mal. Stabiler Lichtschalter auf jeden Fall. Okay, nice. So. Machen wir mal den Kollegen hier auf. Ich weiß nicht, ob ich da noch checken will, Jungs. I say the hey, ha, the hey, the heavy do the heavy, savvy, no, what, how do you put it, I say the hey, ha, the hey, the heavy do the savvy, savvy, no, what, na, 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 na. Oh, oh, oh. Was los? Bro? Mach nicht diese, du fucking Bitch, okay? Oh, mein fucking Gott! Chat, 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 chat. Bro, ich weiß nicht, zwischenspeichern. Oh, du, das Game ist insane, wirklich. Das baut richtig, richtig Stimmung auf. Ich kann diese Tür nicht aufmachen, Chat. Ich kann diese Tür nicht aufmachen, ich schwöre es euch. Es geht nicht, diese Tür ist fucking zu. Jemand hält diese Tür zu. Ich kann sie anvisieren, aber ich kann nichts drücken. Jemand hält diese Tür zu. Digga, warum zum Fuck ist es so mad spooky, Alter? Jemand meint Kerze anzünden. Wo seht ihr eine Kerze? Oh lol. Hammer Call, Freunde.
Warte, wie nehme ich die in die Hand jetzt? Achso. Mit Linksklick hebe ich was in der linken Hand auf. Okay, verstehe. Ja, können wir die Kerze hier irgendwo reinschieben oder so? Sollen wir sie hier mal... Hier ist irgendwie verschwendet, habe ich das Gefühl. Ich will die Kerze halt auch nicht verschwenden. Wie zum Fick mache ich mein Feuerzeug aus? Ganz ehrlich, was soll passieren? Es ist nur ein Game, es ist nur ein Game, es ist nur ein Game. Das Höchste, was passiert, ist, dass ich mich erschrecke. Es ist nur ein Game, Chat, es ist nur ein Game. Easy. Ganz ehrlich, wer braucht schon Kerzenständer? Okay, der Kellerschlüssel. Wir haben jetzt alle Kellertüren offen, Freunde. Was ist das Ziel von dem Game? Ich weiß nicht so ganz. Wir sind alleine, oder? Und mehr wissen wir noch nicht. Ich glaube, wir wissen noch nicht so richtig was, Bruder. Oh nice, wir können diesen Weg hier freimachen. Sehr, 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 sehr nice. Okay, perfekt. Okay, wir haben jetzt hier einen neuen Weg freigeschalten, Freunde. Nice, nice. Hier können Kerzen aufgestellt werden. Aber meint ihr, es wäre worth, die hier zu holen? Nee, war scheiß drauf. Och. Bro, Cindy, Alter. Holy fuck. Oh, ich weiß nicht, ob die mir schmecken. Oh, Bro, Chat, heftige Gönnung hier. Schaut, das ist meine Lieblingsschokolade. Ich weiß nicht. Die sieht ein bisschen billow aus, oder? Sieht ein bisschen aus wie Bueno und Kacke. Aber ich werde es auf jeden Fall probieren. Geil, weil die sind drin, ja. So, das sind die besten Kekse, die es gibt. Die sind innen drin so. So weich, so wie Subway-mäßig. Ja, dann habe ich das. Ich liebe die. Was ist das hier? Happy Hippo? Geil. Was noch? Zweimal Oreo. Zweimal Oreo, okay. Und bitte was Herzhaftes. Salami-Sticks, ja moin. Sehr, sehr nice, sehr, sehr nice. Kannst du das mitnehmen alles? Hab die Minis vergessen. Oh mein Gott, wie konnte das passieren? Trinken habe ich. Alles halb so wild. Und Frühstück. Hunger hast du nicht, ne? Bitte? Hunger? Nö, Hunger habe ich nicht. Okay, Freunde, ich fühle mich ziemlich confident, dass ich mich jetzt nicht erschrecke. Ich glaube, wir können jetzt ganz entspannt dieses Game spielen. Wie du Bock hast. Ich glaube, ich zock's alleine, das ist besser für den Vibe. Oder? Ein Gruselgame zu zweit spielen, das ist nicht so gruselig. Ja, nee, alles gut, Baby. Aber sleep. Was ist? Die haben gerade eine Katze zugelaufen. Holy shit. Okay, es sind ja gerade erzählt, die Kurzstory, Freunde, sind ja gerade eine Hauskatze gesehen, die einfach so auf der Straße stehen geblieben ist, auch wenn ein Auto kam und so ein Scheiß. Die war halt super süß. Und die ist höchstwahrscheinlich ist einfach eine Hauskatze, die halt ausgebüxt ist oder so. Und dann, machen wir kurz muten. Okay, ich muss kurz muten, Freunde. Was, schwanger? Mumm. Sind die meine gerade noch, dass vor unserer Tür quasi so ein Typ sitzt mit so einer Kapuze weit runtergezogen und einem Laptop und macht irgendwas. Bro, Monka fucking W. Oh, ich soll mit Cindy spielen? I don't know.
Es ist nicht chilliger, wenn ich es alleine spiele. Es ist da nicht gruseliger und shit. Er guckt deinen Stream. Oder hoffentlich nicht. Freunde, ich überlege gerade, wo es weitergeht. Haben wir irgendwas übersehen? Oh shit, warte mal. Kann ich hier die Tür aufmachen? Nee. Ja, dass ich vielleicht rausgehen kann, aber kann ich nicht. Du musst die Kellerregeln lesen. Ja, ich habe da irgendwas gelesen von wegen, dass ich keine Spielzeuge irgendwie umdingsen darf. Soll ich nochmal runtergehen, vorsichtshalber? Warte mal, kommen wir hierher, Freunde? Ja, ne? Wir sind hier lang gelaufen. Oder meine Kerze ist einfach weg. Ah, nevermind. Okay, wo waren denn die... Oh, bin ich schon wieder an den Kellerregeln vorbeigelaufen? Wo waren die denn? Hä? Nicht low? Da war doch so ein Tisch. Wo war der denn? War der nicht hier? Boah, ich schwöre, dieses Haus verwirrt mich einfach zu. Ah, hier! Okay. Put the toys back in their place. No yelling. Turn off the TV when leaving the basement. Ask Dad for the key if you need something in the storage room. Don't try to go in the locked rooms. Have fun. Oh, fuck. Ich hab was aufmachen wollen, Freunde. Was verschlossen war. Okay, können wir hier irgendwas Spannendes machen? Oh, habt ihr es auch gehört? Chat, habt ihr es auch gehört? Habt ihr auch irgend so eine alte gehört? Es ist halt so super weird, dass wir kein Licht anmachen können hier überall. Freunde, jetzt mal Real Talk. Ich glaube wirklich, dass es entspannter ist, wenn ich das alleine spiele. Sonst, das killt übelst den Vibe. Wenn ich jetzt zu zweit sitze, dann grusel ich mich null. Warte mal, es wurde irgendwas gesagt von Storage Room. If you need something, Storage Room. Oh, Lagerraum. Dynamische Gegenstände, die für deinen Fortschritt wichtig sind, tauchen erneut im Lagerraum im Keller auf, wenn du sie zurücklässt. Okay. Okay, gut zu wissen, gut zu wissen. Aber ansonsten ist hier wahrscheinlich nichts mehr. Hier Lichter machen? Nee. Okay, gut. Also das ist quasi so eine Art, ja, Safe oder so, wo halt die Sachen, die wir brauchen, später dann drin sind. Sind wir hier schon vorne lang? Ja, okay. Ich meine, der Raum ist so komisch weird offen. Vielleicht müssen wir hier rein? What the fuck? Mein Feuerzeug war einfach hinter der Tür. Alter, mega entspanntes Klo auf jeden Fall. Feier ich. Ist ein bisschen verdrecktes Waschbecken, aber genau das feier ich. Okay. Wir bräuchten sowas wie eine Kerze oder so, Chat. Genau das feiere ich. Boah, ich habe das Gefühl, das ist so ein Game, da musst du so jede Tür aufmachen. Wait, what the fuck? Was geht denn hier ab, Alter? Mhm. Okay, gehen wir mal hier rein. Nice, Licht, Freunde. Pog you. Boah, dieses Haus verwirrt mich aber auf eine andere Art und Weise. Hä? War das die ganze Zeit hier? Konnte man die ganze Zeit hier rechts gehen?
Domo ist mir zu creepy. Ja, Bruder, mit seiner Kerze da ist er mies creepy unterwegs. Holy shit. Aber da kann man nichts machen, Bruder. Chronix, Nashdu. Oder Nashdudu. Gamer, Ecstasy, Bayday. Danke für die Subs, Boys. Kuss auf Sorge, Mann. Ich weiß gerade, to be honest, nicht, wonach wir suchen, Jungs. Gab es irgendeine Tür, die verschlossen war noch? Wonach genau suchen wir gerade? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ah, wir wollen auf den Dachboden. Richtig, richtig, richtig. Genau, wir bräuchten irgendwie sowas wie einen Hocker oder so. Sowas wie ein Hocker wäre richtig nice. Oh. Diese Inhalte stehen in der Early Access Version des Spiels nicht verfügbar. Okay. Was ist das hier? Eine Leiter wäre nice, richtig. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Eine Leiter wäre fucking awesome. Aber ich habe noch keine Leiter gesehen. Ich muss kurz mal ins Licht, Freunde, sonst sehen wir Hallus. Okay, sind wir irgendwo an der Leiter vorbeigelaufen gerade? Nee, wa? Warst du schon beim Stuhl, der vor dem Spiegel abgebildet worden ist? Nee, da war ich noch nicht. Yo, Firestriker, danke für die 100 Bits, Bro. Keine Ahnung, irgendwie ist das hier so lustig beleuchtet, als müssten wir hier hingehen und irgendwas einsammeln. Wisst ihr, was ich meine? Aber hier ist nichts zum Einsammeln. Ah, hier den Stuhl, aber den können wir nicht mitnehmen. Bisschen verwirrt bin ich gerade, Jungs. Yo, Fixie hat einen Sub gegiftet. Versucht den Schlüssel mit dem Blitz an der Tür eben. Weiß gar nicht genau, welche Tür du meinst, Bruder. Oh, unser Feuerzeug ist leer, Freunde. Ah, nee, doch nicht. Bruder, holy shit, ist der Schrank groß, Junge. Wo geht's hier hin? Nach Narnia? Trittleiter im Lagerraum, schreibt jemand. Safe? Okay, dann gehe ich da nochmal hin. Kann gut sein, dass ihr recht habt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wo der Lagerraum war. Im Storage Room war, glaube ich, auch eine Leiter. Okay. Das ist ein bisschen schwierig, sich hier zu orientieren, Freunde. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, manchmal läuft man irgendwie runter die ganze Zeit und kommt aber irgendwie wieder im Wohnzimmer an. Super weirde Sache, Alter. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, ob das wirklich so ist, aber... Warte mal, wo genau war der Lagerraum? War das hier? Schraubstock im Keller, schreibt jemand. Okay. Ja, also vermutlich müssen wir im Keller irgendwas suchen. Warte mal, hier ist der Lagerraum erstmal. Wo zum Fuck habt ihr... Ah, okay, die Trittleiter meint ihr, ne? Gut, ne, die können wir nicht mitnehmen, Jungs. Hier können wir nichts machen. Ne. Aber guter Call an sich. Aber hier können wir nichts machen, Jungs. Ich denke auch, Real Talk, der Raum ist nicht wichtig. Das ist ja dieser Raum, der immer wieder auftaucht. Wisst ihr? Das ist quasi wie so eine Enderkiste. Wenn du uns nach Hilfe bittest, wir dir Hilfe geben, warum werde ich dann getimedet für 10 Minuten? Dann sollen wir halt nicht helfen. Weird Champ. Das ist ein G-Bait. Na, Bro, ich meine... Wahrscheinlich frage ich nach Hilfe und du hast vielleicht zu detailliert gesagt, was ich machen muss. Und die Mods denken dann, okay, er spoilert halt. Euphemie. Ich glaube, die Mods wollten einfach nur, dass wir keine Spoiler im Chat haben. Freunde, ganz kurz, waren wir schon in der Garage oder bin ich gerade hard low? Waren wir schon in der Garage? Ja, oder? Doch, klar waren wir da. Okay, warte, dann gehen wir nochmal zur Garage zurück. Ich meine, ich soll mal zum Auto an der Garage gehen. Ich weiß aber nicht genau, wo wir da hergekommen sind. Ich glaube hier, ne? Ging es hier hoch zur Garage? Ja, und jetzt links, oder? Nee, hä? Alter, so verwirrend, ich schwöre. Ging es hier zur Garage? Ah, okay. Okay, anscheinend haben wir hier irgendwas übersehen. Könnte gut sein.
Okay. Wenn du einzelne Objekte hier reinstellst, werden sie vielleicht zerstört. Mhm. Leiter beim Auto, schreibt jemand. Warte mal, wir können hier erstmal die Tür ein Stück aufmachen. Okay, hier ist Bier. Und Abfahrt. Einfach gegen die Wand. Oh, warte mal, wir haben hier Stuff. Vielleicht können wir damit was machen. Gucken wir gleich mal. Was meint ihr gerade mit Leiter, Freunde? Wo habt ihr hier eine Leiter gesehen, Jungs? Leiter an der Wand rechts. Ah! True. Vielleicht können wir die nehmen. Können wir nicht nehmen. Ho, 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 ho. Alter, das Game ist mad. Holy fuck, Alter. Bruder, ich schwöre, Puls geht direkt so auf 180, aber wird zu dir wieder runtergenommen, weil nichts passiert. Ist ganz weirdes Gefühl, Alter. Ist diese Tür von alleine zugegangen, oder? Benzin plus Feuerzeug. Na, was soll das bringen, Freunde? Wir können Benzin auch nicht mitnehmen oder so. Also ich kann das nicht... Ich kann es nur angucken, ich kann es nicht mitnehmen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist kein Objekt, was ich mitnehmen kann. Oh! Vielleicht so? Warte mal, ist das schon auf weit. Also ist es schon am weitesten aufgeschraubt gerade? Ich dachte, dass wir vielleicht die Flasche reinmachen, damit die kaputt geht. Dann. Achso, ich dachte, da ist ein Brief drin. Das ist einfach das Etikett. Oh mein Gott. Pepega. Bro, WTF, Alter. Ein Haken, einen Besen. Geh mal bitte in das Kinderzimmer. Oben vom Mädchen, damit du das Game richtig starten kannst. Und Chapter 1 triggerst. Du bist noch im Erkundungsmodus. Wait, bin ich nicht, oder? Hä, was für Erkundungsmodus, Bruder? Meint ihr, das ist true? Nein, 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 Bullshit, dude. Fucking Bullshit. Oder irgendwie brauchen wir halt... Ja, wir brauchen halt eine Leiter einfach. Ich schwöre, ne, wer hat die Geduld, sowas alleine zu spielen? Einfach ohne Stream, wirklich. Ey, das ist einfach noch 200 mal gruseliger. Also, stell euch einfach mal vor, ihr seid jetzt einfach bei euch zu Hause alleine und ihr zockt es gerade. Digga, wie lost einfach. Wirklich, oder? Wir müssen wieder ins Licht erstmal. Nee, Freunde, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier im Keller irgendwas machen müssen. Aber hier in dem Raum ist nichts. Hier haben wir safe alles gesehen. Ich schwöre es euch. Waren wir hier schon, Freunde? Ah ja, okay. Digga, ich bin mega verwirrt. Wir haben irgendwie alles ausgecheckt, aber irgendwie... Da ist eine Leiter an der Treppe, du Pepega. Habe ich gesehen, aber die können wir nicht aufnehmen. Also du meinst jetzt in der Garage, ne? Die kann ich nicht aufnehmen. Oh, Bro, wirklich. Dein Verstand nimmt rapide ab. Okay, okay, wir müssen kurz ins Licht, Freunde. Okay, saved. No joke, ich feier krank deine Story Games. Alarmstufe rot, Bruder, danke für die 5 Euro, Mate. Kuss aufs Auge, Buddy. Kuss aufs Auge, Mate. Ich muss nur kurz im Licht stehen bleiben, alles cool, Jungs. Okay. Guck mal ganz oben in den Spiegel. Ich glaube, da war eine Leiter. Vielleicht erkennst du ja den Raum.
Da war eine Tür, die verschlossen war im Keller. Versuch da mal den Blitzschlüssel. Nee, da stand kein Schlüssel, passt hier. Und ich glaube, das mit dem Spiegel... Die Klotür ist zugegangen. Ich bin so verwirrt einfach. Okay, Freunde, kurz an alle Leute, die das vielleicht schon irgendwo gesehen haben bei irgendwem oder selber gespielt haben. Wir suchen gerade schon nach sowas wie einer Leiter oder irgendwie sowas in der Richtung, damit wir in den Dachboden kommen, oder? Weil da haben wir jemanden gehört. Richtig? Danach suchen wir gerade. Ist doch korrekt, oder? Mit dem Stock von der Schaufel die Klappe oben öffnen? Das konnte ich nicht in die Hand nehmen, Bruder. Warte mal, wir gehen nochmal hier hin. Das kann ich alles nicht mitnehmen. Wenn ich das nur so angucke, kann ich das nicht mitnehmen. Kinderzimmer, Kinderzimmer. Bro, du musst wirklich ins Kinderzimmer. Ey, Jungs, ich schwöre euch, das ist Bullshit, aber ich mach's gerne. Ich bin wirklich hart sicher, dass das Bullshit ist, Freunde. Aber weil ihr es seid, mache ich das. Kinderzimmer, meine ich ja. Okay, ich bin im Kinderzimmer. Und was denkt ihr, muss ich jetzt machen? Eurer Meinung nach? Ich habe hier alles angeguckt, wirklich. In den Kleiderschrank, der zu ist. Oh, Bro. Holy fuck, Alter. Alter, wirklich, das... Du schießt so ganz weird deinen Puls auf so 180 und dann aber wieder direkt runter, Alter. Das ist richtig komisch. Weil es sind so Mini-Jumpscares. Das ist, ach, ganz komisches Gefühl. Links neben der Tür. Hä? Bin ich gerade behindert? Ach, oh mein Gott, das ist ein... Ach, lol. Okay, und inwieweit hat das jetzt was gebracht, Freunde? Danke, Chat. Mega nicer Tipp, Jungs. Wirklich, also mega nicer Tipp, Jungs. Danke, Chat. Wirklich, also mega Call einfach. Ihr Pepegas, Alter. Ich hab hier alles gesehen. Ich schwöre, wir müssen in den Keller, hundertprozentig. Du warst noch nicht in dem begehbaren Kleiderschrank von vorhin. Doch, da war ich schon drin. Gut, ich bin keine fucking Bitch, alright? Hier ist nichts. Ich bin echt verwirrt gerade. Treppe im Heizungsraum. Ist im Keller ein Sicherungsstromkasten? Also wir haben auf jeden Fall noch so einen Stromschlüssel. Das haben wir auf jeden Fall. Ich meine, das wäre ja dumm, wenn wir den jetzt nicht bräuchten, oder? Ich schwöre, hier haben wir alles angeguckt. Die Leiter bringt auch nichts, die können wir nicht nehmen. Ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, hier ist nichts. In dem Raum. Vielleicht können wir hier noch kofferraumtechnisch irgendwas machen. Hier steht ein Moly dran. Okay. Nee, ansonsten wüsste ich jetzt nicht, Jungs. Yo, Elbgurke, danke für den Sub, Bro. Dein Feuerzeug ist leer. Schwierige Sache. Oder mach nicht diese, Alter. Das Feuerzeug im Dunkeln fickt deinen Verstand nur noch mehr. Ich kann das Feuerzeug gerade nicht ausmachen. Okay, jetzt ist es leer, Freunde. Großes Gerät an der Wand in der Garage für Dachboden. Ich weiß nicht, was du meinst.
Ja, meinte, ich soll Pillen nehmen. Ja, aber ich habe keine Pillen parat gehabt, Freunde. Die kann man nicht einfach ins Inventar nehmen. Digga, ich check's gerade überhaupt nicht, Alter. Holy fuck. Ich weiß gerade nicht, bin ich Monster-PPger? Und habe irgendwas übersehen? Oder waren wir an einem bestimmten Ort, wo wir hin müssen, einfach noch nicht? Wir haben jetzt kein Feuerzeug halt. Das ist Monster-Aids. Du hast noch ein Feuerzeug unten. Weiß jemand, wo das war? Weiß jemand, wo ich das Feuerzeug hingeworfen habe? Wir müssen ganz fix mal hier in dem Licht bleiben kurz. Bro, mach doch nicht diese, Alter. Gott, ich hasse es auch schon irgendwie so stuck zu sein. Jo, wie sah Stange für die zwei? Die Tür war offen. Ja, Alter, ich weiß. Es geht einfach manche random Türen zu, Bruder. Das ist normal. Das ist nichts, was uns verstören sollte. Kinderzimmer, Schrank, Poster klopfen. Okay, wenn das funktioniert, Freunde, bekommt ihr von mir eine Umarmung. Aber ich wasche mich vor einer Woche nicht. Umso besser. Nice. Okay, Kinderzimmer, Poster anklopfen. Was für ein fucking Poster, Chat. Wo in Gottes Namen seht ihr hier einen Poster, Jungs? Im Schrank. Wo zum Fick? Ja, ist halt safe and debate. Hier ist nichts. Der große Schrank, der begehbare. Achso, ihr meint vielleicht den hier? Ja, nice Poster, Chat. Wirklich überkranker Call einfach. Freunde, Chat, Jesus fuck. Macht sich doch komplizierter, Jungs. Jetzt schmeiß ich mir wegen euch hier ein paar Pillen ein, Alter. Super gemacht, Jungs. Rein und Tür zu. Oder Zehner, wenn das ist, was wir machen müssen. Wirklich, also Jungs, ey, Jesus, fuck. Danke, Chat. Okay, wir gehen nochmal zu dem Spiegel, Freunde. Vielleicht hat, also der eine Guy meinte ja, wir können vielleicht in dem Spiegel einen Raum sehen, den wir erkennen. Aber das erkenne ich nicht. Da steht auch, dass es in ein anderes Haus zeigt. Ah nee, das ist ein anderes Zimmer im Haus. Ja, ich würde jetzt einfach mal behaupten, warum zum Fick leuchtet das so? Ich würde jetzt... Rudi, Alter, mach doch nicht diese, Junge. Ich würde einfach mal behaupten, dass es in diesem Haus ist, aber halt der Dachboden einfach. Ist das Zimmer am Dachboden? Ja, safe. 100% ich. Hier, ich kann hier nichts mitnehmen, Jungs. Digga, ich weiß nicht, wie ich hier den Dachboden hochkommen soll. Halt, Real Talk nicht. Was fehlt mir für den Dachboden? Guck mal, es geht doch safe. Also hier geht's den Dachboden hoch, ne? Obvious. Der Griff ist außer Reichweite. Also wir brauchen irgendwas, was uns die Reichweite bringt. Damit wir da rankommen. Die Leiter in der Garage konnte ich nicht aufnehmen. Ich geh doch mal in den Keller, voll ist. Also, es muss doch im Keller sein, oder bin ich low? Tja, wir sind uns einig, dass wir irgendwie in den Keller müssen, oder?
Garage an der Wand der Stab. Okay, warte mal. Muss kurz fix wieder in die Garage finden. Ist hier zur Werkstatt? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Kettensäge, können wir hier... Oh, Bruder. Wir haben halt kein Feuerzeug gerade, Digga. Das ist halt überwack, weil ich halt die Lichtschalter nicht sehe. Okay, saved. Okay, wo habt ihr hier eine Stange gesehen, Jungs? Sowas können wir alles nicht mitnehmen. Bei den Werkzeugen. Ich meine, das können wir alles nicht mitnehmen, Freunde. Wir können es nur angucken, wir können es nicht mitnehmen. Nee, lagern bedeutet, dass man es einfach wieder zurückstellt, da wo man es hergenommen hat. Also wenn ich Linksklick drücke, dann passiert das hier. Also ich kann hier nichts irgendwie mitnehmen oder so. Ich denke, das ist safe Bullshit. Also hier kann ich nichts machen mit. Aber irgendwie, das hier wundert mich. Warum kann man das hier drehen, Freunde? Und vor allem steht da noch irgendwie, man kann was einspannen und dann geht das vielleicht kaputt oder so. Als müssten wir da irgendwas einspannen und es kaputt machen, you feel me? Aber ich habe legit keine Ahnung was. Du musst wirklich erst im Kinderzimmer das Chapter aktivieren. Basti hat's auch gezockt. Warte, ich gehe nicht nochmal hoch ins Kinderzimmer, könnt ihr knicken. Die Schaufel zerstören. Die Schaufel kann ich nicht, die kann ich nicht da reinmachen, Freunde, wie gesagt. Es muss ein Objekt sein, was ich in die Hand nehmen kann. Meine, keine Ahnung. Das Auto pfeifert. Ja moin, Junge, erstmal so ein Auto und so einen Schraubstock reinballern. Das wird's wahrscheinlich sein, Freunde. Hat er das Kapitel nicht gestartet? Doch, hundertprozentig, Chat. Du musst lieber Troschke kaputt machen, um einen Schlüssel zu bekommen. Welche Matroschke? Die von oben konnte ich nicht mitnehmen, glaube ich. Digga, ich bin so verwirrt gerade. Versuch mit dem Stromkey, den du hast, unten im Keller hinterm Fernseher rechts die Tür zu öffnen. Ich bin richtig lost gerade, wirklich. Alter Schwede. Das Ding ist halt, am Anfang feiere ich es, wenn man so ein bisschen lost ist, aber jetzt ist es schon auf so einem Level angekommen, wo ich es echt abfuck finde. Wir müssen erstmal fix ins Licht rein, Freunde. Sonst haben wir ein bisschen Problems. Mach das Feuerzeug an, ich hab Angst. Wir haben keins mehr, Bruder. Jemand weint sehr laut vor meiner Haustür. Bro. Du musst dahin, wo das Telefon ist. Und da ist ein Haken für den Dachboden. Da, wo das Telefon ist, ist ein Haken für das Dachboden. Hier? Bro, Chat, ich schwöre, ich hab das Gefühl, im Chat stehen einfach random Sachen. Ey, das bringt mir überhaupt nichts gerade vorne. Bro, ich sehe nichts. Oh mein Gott, ich bin stuck. Bro, ich sehe absolut nichts, Freunde. Geht da draußen ab, Alter. Das sind nur zwei Alkis, Junge. Holy shit, das hat sich angehört, als würde jemand abgestochen werden oder so. Bruder, was zum Fick, Alter.
Alter, könnt ihr irgendwas sehen gerade? Ich sehe legit nichts. Mhm. Schaut mal, hier ist so ein kleiner Gang, Jungs. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich sehe überhaupt nichts. Oh mein Gott. Okay, ich hab's geschafft. Okay. In einem Kleiderschrank muss ein Bild mit einem Kind und einem Monster gemalt sein. Damit musst du interagieren. Damit wird das Spiel gestartet. Freunde, ich schwöre euch, wir haben das schon gemacht. Also, da stand doch vorhin, dass das Kapitel gestartet wurde, oder? Naja, ich schwöre, das ist ein Debate. Mm-mm. Geh mal bitte in das Elternschlafzimmer und schau, ob neben dem Deckenventilator etwas die Decke kaputt ist. Danach sollte das Game dich führen. Ja, das ist kaputt. Aber da können wir gerne nochmal hingehen, vielleicht bringt's was. Wir müssen auf den Dachboden. Hundertprozentig. Alter, ich schwöre, ist es normal, dass man hier gerade so lost ist, oder bin ich gerade einfach nur irgendwie Jumbo-PPger? Das Ding ist halt, ich habe mir alles angeguckt eigentlich. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwas übersehen habe. Guck mal hier. So, inwieweit fühlt mich das Game jetzt? Okay, danach kann man auf jeden Fall Steps. Kann ich hier irgendwie interagieren? Ich kann hier legit nichts machen, Freunde, ich schwöre. Ich raff's nicht, wirklich nicht. Das macht mich richtig sauer. Soll ich kurz einen Playthrough gucken oder so? Ey, das tiltet mich gerade in den Grund und Boden und keiner im Chat kann helfen, WTF. In einem Kleiderschrank muss ein Bild mit einem Kind und einem Monster gemalt sein. Damit musst du interagieren. Bro, aber halt, Real Talk ist nicht. Ich habe legit jeden fucking Kleiderschrank aufgemacht, den ich gesehen habe. Ich schwöre. Digga, hätte ich da so ein Bild gesehen, hätte ich da schon 200 Mal mit interagiert. Okay, ich versuche mal das, was jemand meinte mit dem Fernseher. Jemand meinte, ich soll zum Fernseher gehen und dahinter kann ich irgendwie Strom anmachen. Das ist das hier, ne? Vielleicht hier diese Tür? Ne, das ist ein Schrank. Oh, Bruder. Oh, ich schwöre, warum ist denn hier so fucking dunkel, Alter? Ey, wir brauchen unbedingt ein neues Feuerzeug. Jungs, wenn wir irgendwie ein neues Feuerzeug sehen, dann... Also dann, holy shit, dann bitte sagt Bescheid. Ich meine, hier sind übelst viele Kippen, also es wird übelst Sinn machen, wenn hier eins wäre, aber hier ist keins. Es gibt keinen Spielfaden, habe ich gerade gelesen. Alles ist random. Okay, Fernseher und Tür. Ich weiß nicht, wo ist denn hier eine Tür? Hier ist doch nichts, oder? Der Fernseher unten im Keller. Aber da war da ein Fernseher? Da unten im Keller. War da ein Fernseher? Okay, wir sind wieder hier. Also, das ist der Safe Room. Ach, Junge, tiltet mich das gerade. Ich schwöre. Henne, danke für den Sub, Bro. Ach, wirklich, das macht mich gerade richtig sauer, Freunde. Auch wenn ich das gerade schon zum 200. Mal sage, aber ey, das. BTF? Gib mir doch einen kleinen fucking Tipp, wie ich es machen kann. Das Poster gibt's nicht, weil er Chapter 2 gestartet hat und das Ding nur da hängt, wenn er in keinem Chapter ist. Chat baitet nur, aber die richtigen Nachrichten liest er nicht. Er muss den Safe Room von Anfang suchen, der mit vielen Kerzen beleuchtet ist.
Safe Room vom Anfang. Viele Kerzen. Die Tür ist zu. Ach doch nicht. Da wo die große Couch ist, geht eine Treppe. Bro, I don't know. Was meint er mit Safe Room? Was, da gab's doch kein Safe Room vom Anfang. Ey, Bruder, ich schnall's nicht. Also unten im Keller scheint auch irgendwie nichts zu sein. Den Raum, den er meint, ist zwischen der Garage und dem Telefon. Mhm. Diesen hier, oder? Den hier rechts quasi. Den Raum hier. Ist das hier der Safe Room, den er meint? Digga, ich pack's nicht, Freunde. Aber hier ist nichts. Das scheint ordnungsgemäß zu funktionieren. Wir brauchen halt irgendwie irgendwas, um auf den Dachboden zu kommen. Und ich raff es einfach nicht. Du musst einen Hammer finden, damit kannst du den Raum, kannst du in einem Raum einen Spiegel zerstören und da ist ein Kind drin. Hm. Das ist jetzt gerade halt doppelt schwierig, weil wir halt nichts sehen hier, ne? Weil wir kein Feuerzeug mehr haben, Jungs. Das ist halt super kacke, Mann. Ich sehe nichts. Ist die Tür offen oder zu? Ich habe keine fucking Ahnung. Digga, steht da jemand? Ist das jemand, Jungs? Bro, what the fuck? Hol das Feuerzeug, was du im Keller auf den Boden geschmissen hast. Ich weiß nicht mehr, wo das war, aber ja, sowas in die Richtung sollte der Plan sein. Okay, lass uns das Feuerzeug suchen, Freunde. Das ist der nächste Step. Bei der Kerze im Keller. Auch genau da, wo die Kerze geplaced ist, habe ich auch das Ding geplaced. Das war, glaube ich, hier. Oder ich laufe legit schon zum 200. Mal hier lang und ich kann es immer noch nicht in- und auswendig, wo ich bin. So, ich glaube, hier war die Kerze. Digga, jetzt ist hier alles dunkel, Junge. Heilige Scheiße. Irgendwo war hier die Kerze, meine ich. Hä? Die war doch da, oder? Alter, ich sehe gar nicht mehr durch, Jungs. Die Kerze ist einfach weg. Oder ich bin gerade Jumbo-Pepeger. Hä? Bruder, ey. Boah, Digga, krass. Beim Telefon Treppe hoch und dann nach links. Ja, das Ding ist, Jungs, das ist übelst schwer. Ich sehe da nichts, ne? Aber vielleicht gehe ich da wirklich nochmal kurz hin, wenn wir kein Feuerzeug finden. Was mich gerade, by the way, wundert. Vielleicht gehe ich da einfach nochmal hin und knall Gamma einfach voll hoch, damit ich überhaupt was sehe. Boah, fucking Power Aids, dass wir kein zweites fucking Feuerzeug haben. Aber ich meine, wenn das Feuerzeug alle ist. Wenn das Feuerzeug alle ist, Junge, das ist doch dann ein Zeichen dafür, dass ich schon... Freunde, Progress! Oh mein Gott, ich fass es nicht. Digga, hier sind drei Feuerzeuge. Junge, Jackpot, Alter. Okay. Muss ich hier sonst noch irgendwas machen? Ich hab keine Ahnung. Nee, wa? Sonst kann ich hier, glaube ich, nichts machen.
Uff, Alter. Okay. Steht hier irgendwas dran? 11. Piano Room, 6 Bathroom, Second Floor. Okay, raff ich jetzt nicht so. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, diese Zahlen hier. Okay. Jetzt zündet das scheiß Haus an. Meint ihr, das hat irgendwas gebracht, dass wir gerade hier das gemacht haben? Mach Akimbo-Feuerzeug. Aber meint ihr, das geht? Alter, smart, smart. Sehr, sehr smart, sehr, sehr smart. Kann mir bitte kurz schreiben, was man sich auf die Schnelle zu essen machen kann? Bro, das ist. Dude, ich dachte, das ist ein fucking Tipp, den ich dir jetzt vorlese. Da, wo du gesagt hast, steht da einer, also da musst du reingehen, beziehungsweise die Treppe hoch. Dann kommt ein Raum mit vielen Kerzen. Ja, da gehen wir jetzt hin, Bruder. Und Ranger droppt 1000 Bits und schreibt: Hausflipper sieht so real aus. Naja. Okay, nur kurz double checken vorhin, ob wir irgendwas vergessen haben. Hier sind Pillen, falls wir die brauchen. Oh, warte mal, der ist neu. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Hey, doch, hä? War das die ganze Zeit da? Okay, warte, wir müssen nach oben, ne? Ich fühle das mit dem Telefon, was ihr gerade gesagt habt, Jungs. Ich muss nur noch finden, wie es nach oben geht. Naja, komm halt dein Maul. Du kannst auch Lampen reparieren. Ich habe aber keine Ahnung, wie das funktioniert. Hier müssen wir. So, und jetzt den Raum hier nach hinten durch und dann nach links. Okay. In den Regeln steht, du musst den Fernseher ausmachen, wenn du gehst. War der Fernseher aus? Freunde, wir pretenden einfach, der Fernseher war aus, okay? Lass uns einfach pretenden, der Fernseher war aus. Ach, das war das, was wir vorhin gesehen haben, Junge. Jungs, no fucking way! Bruder, danach haben wir gerade 2 Stunden gesucht. Digga, no way! Oh mein fucking God, ladies and gentlemen, we fucking did it. Oh mein fucking God, ich fass es nicht. Dude, oh mein Gott, da auf eine Chicken Roll, Jungs. Holy shit, Alter. Das sieht aus wie eine Art Ausstellungsständer. Aber da ist nichts drauf. Okay, ich fühle irgendwie, dass wir hier 3 Sachen draufstellen müssen. Weil das heißt Fortschrittsraum, you feel me? Das heißt, wir müssen hier irgendwas draufstellen oder so. Aber hier ist sonst nichts. Also, es hat auch nicht so viel gemacht. Oh. Okay. Okay, Freunde. Ziehe ich jetzt den. Vielleicht können wir den Stick rausziehen und damit das oben aufmachen? Maybe. Meine Rolling Diamonds. Deine Rolling Thailand. Okay, nice. Sehr, sehr nice, Freunde. Okay, dann gehe ich ganz kurz einen Grusel-Piss taken und dann geht's weiter. Ich lasse euch kurz alleine mit diesem Game. Bro, du bist so omega-lost. Hab mir gerade einen Walkthrough angeschaut, der 1 Stunde 30 geht und du bist fortschrittsmäßig erst bei Minute 3. Mach erstmal das Spiel ein bisschen heller. Du hast nämlich deine Helligkeit viel zu dunkel. Ne, ich habe sie echt schwierig eingestellt. Und skip kurz das Video durch. Keine Angst, keine Spoiler, aber hilft dir. Ich denke, das brauche ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich weiß jetzt ungefähr, wie es weitergeht. Ja, Mann.
Danke für die ganzen Donations mit den Hilfen und so. Ich gehe fix auf Klo, Freunde, lasst euch kurz alleine. Ich nehme auch die Chicken Roll mit, also die lasse ich euch auch nicht. Ich lasse euch aber Domo hier, okay? Leider rufen Domo alleine und dann geht's weiter, okay? Bis gleich, Jungs. Ich beeile mich. Keine Sorge. Also nur schnell aufs Klo. Freunde, da sind so viele Assis vor meiner Haustür gerade. Bro, Chat, kurze Frage. Wie lange braucht ein normaler Mensch für dieses Game ungefähr? Was ist so eine normale Spielzeit für das komplette Game? 4 Stunden oder so? Oh mein Gott, wird gespeichert. Drei Stunden, okay. Sagen wir, wir haben jetzt vielleicht eine halbe Stunde gewastet oder so. Also sind wir, sagen wir mal, 40 Minuten into it. Digga, ist es hier irgendwie gerade super hell oder bin ich gerade super low? Die Lampe zum Beispiel war doch vorne nicht an, oder? Naja, schauen wir mal. Okay, Freunde, wir gehen jetzt auf den Dachboden, wo jemand rumläuft. Ich habe ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Achso, warte, wir müssen hier hin. Der Stuhl bewegt sich aber noch. Wir chillen mal ganz kurz im Licht, Freunde. Jetzt ist da so einfach so Danny und isst so ein Burger oben. Ohne Salat und Soße einfach. Man kann sich nicht die Schuhe zubinden. Der lebt einfach so auf dem Dachboden. Zockt gerade so ein UHC einfach. Irgendwie finde ich es gerade gar nicht gruselig. Ich fühle mich gerade ziemlich confident, muss ich sagen. Was ist das hier? Ich glaube, dass mich gerade nichts erschrecken kann. Oh, fuck, dude. Moin! Okay, ich habe mich vielleicht ein Stück gescared gerade. Ist das das Schlafzimmer oder soll ich da runterjumpen? Auf dem Behälter steht Sonne und Tee. Es ist verschlossen. Ah, das ist Ort drin, Freunde. Ich denke, das ist hier das Schlafzimmer einfach, oder? Ist das hier das Schlafzimmer gewesen? Ich meine schon, wa? Es sah anders aus, bin ich auch der Meinung. Ich hatte auch das Gefühl, dass es ein bisschen anders aussieht. Wollen wir runterdroppen? Oh, let's go, fuck it. Das ist eine andere Version von dem Schlafzimmer, oder? Das sah auch vorhin ganz anders aus, oder? Vielleicht ist es so, dass wir durch die Zukunft reisen oder so. Dass wir jetzt quasi... Okay, I don't know. Lagerbarer, wichtiger Gegenstand. Wichtige Gegenstände, die mehrfach verwendet werden können, kannst du in der Welt lagern. Achte auf deine Umgebung, um diese Lagermöglichkeiten zu finden. Okay. Audiotapes. Okay, also ich soll dieses Audiotape... Okay, wir hören das Audiotape erstmal an. Aber dann können wir das anscheinend auch da einlagern oder irgendwie so, I don't know. Warte mal, wie zum Fick hören wir es an? Bruder. Junge, geh mir jetzt nicht auf den Sack hier. Bruder. Fucking Pipega. Jetzt mach die scheiß Kassette da rein. Okay. Dolores' symptoms are aggravating. Doctors tell me it's become very hard to pinpoint the exact disorder. They tell me she's got symptoms of schizophrenia, bipolar disorder, psychosis, dementia, and more. Oh,
Oh, er weint. Er weint, oder? I don't know what to do anymore. It feels like the treatments are only making things worse. Today she told me she often hears her own voice whispering a sequence of 5 numbers through the baby monitor. She said it's the key to her inner house. Okay. Okay. What does that even mean? Code, code? Ich kann ihn nicht lesen. 503 503 5037 5037 5037. Was ist die fünfte Zahl? 5037? Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, Jungs. Oder mad creepy, Alter, ich schwöre. Sieht aus, als würde was fehlen. Es fehlt ein Pantoffel, der da. Als ob wir damit jetzt was machen müssen. Müssen wir den da jetzt hinlegen? Digga, hä? Einfach Pantoffel abgezogen. Digga, ich kann Dinger... Ich kann Sachen einpacken, oder wie? Aha. Oh mein Gott, Bro. Wir hätten uns die ganzen Kerzen einpacken können. Wir können bis zu 5 Gegenstände hier einpacken. Bro, das traf ich jetzt erst. Lol, okay. Holy fuck, Bro. Alter, woher soll ich das wissen? Alright. Okay, Mann, das ist ein bisschen spooky. Okay, ich gehe davon aus, wir müssen so eine Art neues Kapitel aktivieren. Kann das sein? Okay, schauen wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Ein musikalisches Symbol, es ist verschlossen. Okay, steht hier. Und einfach eine Blume, okay. Gut, ich würde sagen, Freunde, wir gehen mal weiter. Ist das da Blut oder so? Ich weiß nicht so ganz. Ich sehe nichts. Meint ihr, ich muss laufen? Es tut mir leid, dass ich so eine Pussy bin, ne? Aber es geht wirklich nicht anders, Freunde. Okay. Ah, shit. Here we go again. Okay, aber hier ist jetzt auch der Spiegel. Ganz weirde Nummer, Alter. Es ist irgendwie jetzt... Okay. Okay, weird. Yo, Spartakus und Garrett. Was geht ab, Jungs? Danke für die Subs, Mann. Jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob es jetzt nochmal worth ist, hier alles durchzugucken, Freunde. Denkt ihr, es ist worth, jetzt nochmal die ganzen Dinger aufzumachen, die wir in dem anderen Ding auch schon aufgemacht haben? Ich meine, schaden kann es nicht, wa? Aber eigentlich denke ich nicht, dass es worth ist. Vielleicht so in Schränke zu gucken und so. Hier leckt es gerade irgendwie auffällig doll. Ich habe das Gefühl, hier ist irgendwas. Das klemmt. Warte mal, diese... warte mal, das ist ja richtig weird. Hier müsste jetzt ein Raum sein, oder? Das rendert gerade mein Dick. Hm, verstehe. Und die Engine kann so eine kleine Datei gar nicht laden, weißt du, da gibt es ein bisschen Probleme. Ist nicht ausgelegt für eine 2KB-Datei.
Normalerweise kommen da so, weiß ich nicht, PNGs rein, die so 2 MB haben oder so. Ja, geht. Was ist hier inzwischen? Nichts mehr. Aha, okay. Good one, Forehead. Mhm, danke, danke. Ich trau mich hier wenig nach unten zu gehen, Jungs. Aber wir gehen jetzt mal nach unten. Ach, guck mal, Freunde, hier ist Blut. Ah ja, vielleicht sollten wir dem Blut folgen. Das wirkt so, als wäre es relativ smart. Oh mein fucking Gott. Oh, Bro, ich weiß nicht, wie ich das will, Chat. In den Fortschrittsraum. Alter Bruder, was zum Flying Fuck? Oh mein Gott, Digga, was ist das denn, Alter? Kann ich Feuerzeug anmachen hier? Alter, jetzt wird's mad. Oh mein fucking Gott. Black my ass. What a fire, dude. Hold on. Okay, okay. Freunde, ganz ehrlich, ich bin 22. Was kann mir passieren? Oh shit, dude! Oh shit! Oh shit, okay. Fuck. 187, geboren für die Zahl. Warst du heute nicht da? Komm ich morgen nochmal? Bro, ich hab mad Schiss, Freunde. Tomo, halt mich! Tja, was zum Fick muss ich hier machen? Was denkt ihr, was wir hier machen müssen, Tja? Ich bitte um Hilfe. Hier kommt was? Ah ne, das sind meine eigenen Steps. Soll ich wieder weggehen? Ich weiß es nicht. Bruder, was zum Fick muss ich machen, Chat? Soll ich mich umdrehen? Sorry. Was zum Flying Fuck muss ich hier machen, Chat? Ich geh jetzt nicht. Yo, Minecraft, danke für die 5, Bruder. Bro, das Spiel zeigt dir verschiedene Visagen, was in deinem Haus passiert ist. In der Vergangenheit. Der Spieler durchlebt Fragmente der Geschichte des Hauses. Jeder Tod hat seine eigene Visage. Deswegen sieht das Haus dann auch anders aus. Ah, okay, also es ist jetzt so, als würde quasi eine andere Familie oder eine andere Person da drin leben. Okay, okay, danke, Bruder. Also wir sehen dasselbe Haus in verschiedenen... Dort war was. Dort war wer. Im Spiegel war was. Shut up, Chat. Shut the fuck up. Shut the fuck up, Chat. Shut the fuck up, dude. Was mache ich jetzt? Mich umdrehen? Was mache ich jetzt, Chat? Ich weiß es nicht. Ich trau mich nicht, Bro. Yayid! 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 Yayid, yayid, yayid. Ich bin 22, junger Unternehmer. Ich investiere gerne in Bitcoins. Swag. Ich sehe gar nichts mehr. Ich weiß nicht mehr, wo ich hinlaufe. Ich habe keine Ahnung mehr, wo die... Okay, da sind die Dinger. Okay.
geh nochmal zurück, ich geh nochmal zurück. Dude, I don't fucking know gerade. Sind wir gerade im Summer-Chat? Okay. Ja, ich muss vermutlich in die Spiegel gucken. Und dann, wenn ich einen sehe, muss ich mich schnell umdrehen, oder? Das ist das, was ich machen muss. Du fucking hoe! Du dumm fucking Slut, wo bist du, hä? Ich weiß nicht genau, was muss ich machen? Oh, oh, oh mein fucking Gott, Chat! Oh mein fucking Gott, Chat! Renate, bist du's? Chat! What? Umdrehen und hingehen, meinst du? Da passiert nichts, Bruder. Doch, hier passiert irgendwas. Doch nicht, nevermind. Ich kann hier nichts machen, Chat, ich schwöre es euch. Jemand lacht draußen einfach. Auf welchen ist die noch weiter weg? Warte mal, ich laufe noch ein Stück, ich laufe noch ein Stück. Ich laufe noch ein Stück, jetzt müsste sie doch langsam kommen, oder? Oh, Chat, ich habe so fucking mad Angst. Ich kann das Feuerzeug hier nicht anmachen. Ich kann übelst weit laufen hier. Aber hier ist nichts, ich verstehe es nicht. Renate? Ich habe überlegt, ob wir vielleicht weiter um den Spiegel laufen müssen. Ja, das habe ich auch überlegt. Oh, Bruder, ich habe irgendwie das Gefühl, da kommt gleich der mad kranke Jumpscare einfach aus dem Spiegel raus. Oh, Bruder, ich schwöre, das Game ist fucking gut. Vielleicht muss ich die Dinge ablaufen. Also da immer einmal kurz hinlaufen, wo ich was sehe. Oder so, wisst ihr, wie ich meine? Also jetzt quasi hier hin. Vielleicht bringt das was. Hä? Oder warte mal, ist hier die Person? Bruder, ich weiß nicht so ganz. Du musst in einen Spiegel länger gucken, dann siehst du verschiedene Ansichten des Hauses damals. Soll ich einfach so stehen bleiben? Soll ich einfach so stehen bleiben und gucken? Vielleicht ist die Reihenfolge wichtig oder sowas? I don't know. Ich schwöre, bei mir sind gerade die übelsten Psychopathen vor der Haustür. Okay, warte mal, die Frau ist noch da. Was haben wir immer gemacht, dass das dann weggegangen ist? Ich bin einfach nach hinten gelaufen. Also irgendwo hier. Und dann machen wir das jetzt nochmal. Alter, hold me, Chat. Freunde, ich sag so, wenn ich hops gehe, okay, ihr dürft meinen Space da haben, ihr dürft ihn teilen. Ihr dürft ihn verkaufen und teilen. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier drin sind, aber ich denke, jeder von euch kriegt einen Euro oder so. Das ist irgendwo hier, oder? Okay, sie ist weg, oder? Okay. Ah! Ich bin 22. Und ich habe keine Angst. Holy fuck, das war der erste Jumpscare. Alter Schwede, Bruder. Holy shit. Boah, Bro. Alter, das Game ist insane.
Ich find's noch besser als Layers of Fear, glaube ich. Oh, fuck, dude. Shit, Bro, ich hätte mir fast eingestuhlt. Oh mein Gott, Bruder. Hey, ich bin der Typ, der dir das Game vorher empfohlen hat. Ich hoffe, du findest es soweit ganz gut. Muss dir aber sagen, dass du zuerst das andere Kapitel hätte starten sollen. Das ist ein bisschen gruseliger und shit. Und bei dem Kapitel werden die Rätsel ein bisschen abgespaced. Und noch ein Hinweis. Versuch möglichst alle Lichter im Haus anzumachen, weil die zeigen dir durchs Flackern, wenn ein Geist in der Nähe ist. Und wer stöhnt denn hier so weird? Bisschen schräg, die Kurze hier. Alter, Chat, das ist so mad gruselig. Oh mein fucking Gott, das ist das alte Haus. Oder wie, oder was? Bro, ich... Alter, ich geht's gar nicht mehr. Meister, Meister, das Haus ist schräg. Meister, warum schmecken die Dinger eigentlich so scheiße? Ich würde gerne da reingehen, aber ich habe zu kleine fucking Balls. Auf einmal Portal 3. Bro. Letztens war Ariane bei mir im Restaurant. Ich durfte mit ihr reden und sie bedienen. Wahrscheinlich, oder? Zehner, wenn es stimmt. Lol, ich dachte, der Schrei war in-game. What the fuck? Nein, ich habe geschrien. Oh mein fucking Gott. Okay, wir müssen zum Auto, Freunde. Wir müssen zum Auto, aber ich sag so, Freunde, genau das feiere ich. Schönen guten Tag, mein Name ist Kevin Teller und ich habe einen kleinen fucking Cock. Ja, der ist hier so ein bisschen richtig, der ist hier so ein bisschen dreckig, aber genau das. Genau das feiere ich. Mach aus die Scheiße, Junge. Geht ja übel auf die Eier, Bruder. Willst du noch näher rangehen mit deinem Kopf? Zehner, wenn da jetzt nicht jemand hier steht. Als ob der so nah rangeht bei so einem Knopf. Ich sag mal, ich fand's ungruseliger, als es noch nicht aus war. Bro, da ist was in der Frontscheibe. Du meinst den Hammer? Das ist das, was ich meine. Du bist jetzt in einer früheren Version des Hauses. Ich würde eher späteren Version sagen, oder? Bro, that shit is mad creepy. Holy fuck, Alter. Wisst ihr was, Jungs? Die linke Tür ist für Basti einfach Minecraft und die rechte Tür ist für Basti alle anderen Games. Ungefähr so sieht's bei Basti zu Hause aus. Und Basti geht immer schön in diese Tür hier einfach rein. Ja. Und das ist quasi dann, wenn um 19 Uhr sein Internet nur wieder nicht geht. Hey, Freunde. Was denkt ihr, ist der nächste Step? Sollen wir mal wieder nach oben gehen? No front. Hallo, ist da wer? Smile? Okay, wir gehen nochmal hier. Hier sind wir hergekommen. Ach nee, Quatsch, Bullshit. Hier sind wir gar nicht hergekommen. Wir kamen ja gerade durch das Portal 3 Ding da. Das ist mir gerade zu krank, Jungs. Haut rein. Ja, same. Oder wenn man einfach zu breit ist und durch die Tür gehen will, aber einfach zu breit ist und die Tür zumacht. Klassischer Little W-Moment. It's just a clock, Anele. Sucuk, Sucuk, Sucuk. Türkisch ist das Sucuk. War ein guter Song vorhin. Okay. Ja, die Küche ist eingesperrt.
kann damit interagieren. Ich kann damit irgendwas machen. Was ist, wenn wir einfach mit der Haustür interagieren und reinhauen? Okay, das funktioniert nicht. Ich will irgendwie gehen, aber irgendwie auch nicht. Ja, und dann ist ja auch irgendwie Sucuk. Sucuk, Sucuk. Türkisch ist das Sucuk. Ich verstehe genau, was du meinst, Bruder. Freunde, es gibt immer noch den Schraubstock, mit dem wir irgendwas machen können. Ey, Digga, okay, ganz kurz. Warum zum Fick würden die uns in diese Garage hier locken? Das muss doch einen Grund haben, oder? Seht ihr das nicht auch so? Warum sind wir hier gelandet? Das Game wollte, dass wir in die Garage kommen. Warum sollen wir in die Garage? Langeweile, Vorschlag? I don't know, dude. Doch, Bro. In Wien letzte Woche einen Tag. Achso, doch. In Wien letzte Woche einen Tag vor ihrem Konzert. Sie wollte ein Glas Shampoos, was bei uns nicht possible ist, nur als Glas. Hat sie halt die ganze Flasche gezahlt, aber nur ein Glas getrunken. 270 Euro Trinkgeld on top gab's auch. Ob diese Geschichte wahr ist? Warte mal, wir gucken mal ganz kurz, ob sie wirklich letzte Woche in Wien ein Konzert hatte. Ariana Grande Tour. Oder Wien vielleicht? Am 3. September. Letzte Woche, ja. Also ist jetzt schon 2 Wochen fast her, ne? Digga, sie war wirklich in Wien. Bro. Es hört sich nicht fake an irgendwie. Ich weiß, ich habe ein gutes Bauchgefühl hier in Hide and Rush. Ja. Ist auch jemand, den ich schon etwas länger im Chat kenne. Also, wenn das stimmen sollte. Wenn das stimmen sollte, dann bin ich fucking neidisch auf dich, Bruder. Tja, wir gehen einfach mal hier hoch, weil wir ein Mann sind. Boah, Cindy, wirklich. Alter, Jesus, fuck. Cindy steht immer so an der Tür, so leicht auf und guckt rein. Wie so ein Gollum in der Tür, Alter. Hau ab. Oh, nicht kitzeln, Cindy. Ich muss dir gerade Männer-Shit machen. Oh, shit. Rätsmann wollte ich gerade sagen. Chat, hier ist jemand. Hier heult jemand. Hier ist jemand von Bastis Community, wenn kein Minecraft kommt, lul. Oh, Freunde, ein Fortschrittsraum. Das hier ist ein Fortschrittsraum. Hier wird mir persönlich gerade ein bisschen zu viel gestöhnt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Nice, danke, Cindy. Das muss ruhiger sein. Ja, true. Ich find's auch null creepy durch die Geräusche. Ich finde die Geräusche entspannen mich mega. Ich find's viel zu viel. Oh, hier schnarcht jemand. Mega chillig. Und? Oh, Mann, ein Baby. Mega chillig. Warum geht's denn jetzt? Dieses andere chillig gerade. Bitte? Dein Verstand nimmt rapide ab. Jetzt helfen nur noch Tabletten. In dem Spiel geht es quasi darum, soweit ich das verstanden habe, wir sind quasi in einem Haus Ja. Und wir reisen wohl immer weiter in die Vergangenheit zurück und hier hat halt irgendwie so eine Verrückte gewohnt. Also da, wo wir jetzt gerade sind. Also am Anfang war alles relativ normal und jetzt wird es immer abgefuckter hier, das Haus. Also es gibt immer eine abgefucktere Version von dem Haus. Ganz kurz. Ach du Scheiße, Chat. Warte mal, bin ich gerade in der Ich hab dich auch erschrocken. Bruder, was zum Fuck, Alter? Was zum Fick, Alter? Das ist too much, Alter. This is too much, Bruder, ich schwör. Holy fuck. Digga, ich dachte für einen Moment, ich bin stuck in der Wand. Ich dachte, ich habe einen game-breaking Glitch gefunden, der mich direkt zum Ende bringt. Oh, dein armes Herz ist ganz schnell. Oh, fuck, Alter. Oh nein. Yo, Neo, Nasty, Noah, Lemon Juice, das linke Ei fehlt. Danke für die Subs, Bros. Ich wurde in die Wand gesaugt. Ja, das kann sein. Holy shit, Chat, wir sind kurz vor 8600 Subs. Oder was geht denn heute ab? Heilige Mutter Maria.
Okay, darf ich noch fragen, was das Ziel ist? Muss irgendwas aufklären und morgen? Ich denke, wir werden uns alle Versionen dieses Hauses angucken. Ich weiß nicht genau. Es ist ein Horror-Game. Was, und du stirbst immer wieder, weil was du soll das Ziel sein? Weil die Alte dich findet. Die Alte habe ich mir nur eingebildet. Die gibt's gar nicht. I don't know, to be honest. Du musst Tabletten suchen, da hast du keinen Jumpscare. Pfeifert. Jemand meinte, dass es Realtalk möglich ist, das Game ohne Jumpscares durchzuspielen. Aber ich glaube, das ist hart gelogen. Weil zum Beispiel allein das mit dem Spiegel kann man auch safe nicht vermeiden, oder? Sucuk, Sucuk, Sucuk. Türkisch ist das Sucuk. Achso, wir müssen jetzt nochmal das mit dem Auto machen, Freunde. Ja, ja, das ist gut. Oh ja, Schokolade wäre sicherlich ganz gut. Bitte? Was haben wir denn? Was? Oreos wären gut, ja. Kann dir das Restaurant sogar DM? Will das halt nicht spoilern, you know. Durften keine Pics machen? Macht sie nicht, meinte sie. Hatte 4 Bodyguards dabei, sie war im VIP-Raum. Bro, jemand in meinem Chat sagt, und ich glaub's ihm, weil er schon echt lange dabei ist, dass er letzte Woche, als Ariana Grande in Wien war, dass er sie bedient hat, ja. Und sie wollte eine Flasche Shampoos haben, aber das ging in dem Restaurant nicht. Also hat sie die ganze Flasche gekauft und 270 Euro Trinkgeld gegeben, aber hat aus der Flasche Shampoos nur ein Glas getrunken. Das Ding ist halt, die Story ist zu fucked up, also ich glaube nicht, dass sie ausgedacht ist. Man kann das doch easy nachvollziehen. Du kannst doch alleine gucken, Ariana, Köln, und sie ist halt so rumgelaufen, ob sie irgendwann mal was machen war. Tausend Bilder. Soll ich Ariana Wien eingeben, 3.9? Jetzt kommen die Profi-Stalking-Tipps von Cindy hier. Das war in Wien. Ah, weiß ich nicht, ich habe nur aus Köln total viele Bilder gesehen. Muss aber auf Twitter gehen, weil Twitter ist die Quelle. Twitter? Hm. Okay, Freunde, wir analysieren jetzt, ob Hide of Russia recht hat. Ari ist tatsächlich meine Schwester. Ich sag mal, sie ist auf jeden Fall nicht deine Freundin. Meine Freundin gibt's nicht bei dir gerade, wa? 0W. Was soll ich eingeben? Ariana Grande Wien? Mhm. Ja, Bilder. Ist ja nicht so smart. Nee, das letzte war vom 23. August. Ah, nee, hier? Nee, da findet man nicht. Da kommt hier irgend so eine nackte Frau. Ariana Grande Wien Restaurant. Scheiß drauf. Er meinte, da durften die keine Pics machen und sie hatte 4 Bodyguards. Keine Ahnung, was cool ist. Schönen guten Tag, schönen guten Tag. Freunde, ich glaube, Jumbo Schreiner ist ganz nah. Ups, oh, Digga, was? Du dumme Kanzler, Alter, lass mich in Ruhe. Was? Als ob ich schon wieder gestorben bin, Bruder. Du bist echt Schlucht, wahrscheinlich, oder? Machst du die? Ich will nicht mehr rausgehen. Ja, dann setz dich dazu. Dann spiel mit. Dann reich ich dir den Kopf und du spielst mit. Ja, du musst dich entscheiden. Bibi, du solltest hier so eine Chill-Ecke haben, wo man mich nicht sieht und da kann ich dir sitzen. Cindy hat mal vorgeschlagen, dass wir da eine Couch hin machen, wo man sich hinsetzen kann als Zuschauer. Ja. Wofür? Und dann holen wir mal so den Top-Lead. Den Top-Lead von dem Stream davor darf dann da sitzen. Anreise, Unterkunft müsst ihr selber zahlen. Gestellt bekommt ihr Couch, mehr nicht. Das Spiel hat nicht wirklich ein Ziel, sondern erzählt mehrere Geschichten. In dem Haus sind schreckliche Dinge vorgefallen und jedes Kapitel erzählt eine eigene Geschichte. Im Moment gibt es 2 Kapitel, also sozusagen 2 Horrorgeschichten. Hoppa. Die Frage ist das immer noch das eine? Ist das immer noch das erste Kapitel, was wir gerade spielen? Jetzt nicht schreien und dich nicht betreffen. Ist das Kiwi? Ja. Die ist gruselig. Sie macht mir Angst. Sucuk, Sucuk, Sucuk. Türkisch ist das Sucuk. Sucuk, Sucuk. Fucking Katze, Bro. Nein, das hier ist schon das zweite Mate.
Hä, dann sind wir doch schon fast durch, oder? Ja, easy, Freund, dann finish mir das Ding. Hier, du fette Maus, kannst du bitte den Schwanz aus meinem Gesicht nehmen? Wenigstens riecht der Schwanz gut. Das Einzige, was an Kiwi gut riecht, oder? Ja. Ja. Nein, die Dicke. Gib sie zu mir. Mann, ist das ja. Lang. Guck mal, haben Katzen immer so einen langen Tail? Fühl dich das mal an. Ich sag mal, alle im... ich hab's verkackt. Alle im... Ich wollte gerade sagen, ja, alle im Hause Teller haben einen längeren Schwanz. Oh mein Gott, du hast sie fast droppen lassen. Nein, ich habe sie noch fest in meiner Hand, wie eine Handtasche. Hat man gemerkt, dass sie abgerutscht ist. Kiwi, Kiwi, Kiwi. Türkisch ist die Kiwi. Okay, also hier war irgend so eine Oma. Aber ich weiß nicht genau, warum kam die denn überhaupt? Warum kam diese Oma? Weil ich zu lange auf einer Stelle stand, oder was? Yo, Dragonbow, Will Grigg, Jonas Killergurke, danke für den Support. Hast du schon Justins Video gesehen? Ja. Morgen kommt übrigens eine Reaktion da drauf. Um 14 Uhr oder so. Oh Mann, das ist... Oh Mann, das ist gar... Okay. Okay, also soweit ich verstanden habe, Freunde. Wenn da ein Geist vor uns ist, dann sterben wir oder so. Oder ich darf nicht nach oben aktuell. Auf jeden Fall geht mir die Alte mega auf den Sack. Sofa im Hintergrund plus extra Facecam für die. I don't know. Wir wollen es übrigens bald angehen nach meinem Prüfung, das Zimmer hier bei dir machen. Ja, das Zimmer wird noch ein kleines Upgrade bekommen, Freunde. Du musst die stichfeste Weste finden. Ach, Junge. Wirklich, Petter schreibt so gefühlt in meinem Chat einmal pro Jahr eine Nachricht, Junge. Aber immer eine Banger-Nachricht einfach, wirklich. Wahrscheinlich müssen wir die stichfeste Weste suchen, oder? Einfach so eine Kevlar, Junge. Denk an die Lichter, die zeigen dir durch Flackern, wenn ein Geist in der Nähe ist. Wenn du Schreie hörst, kann das auch von früheren oder späteren Zeiten des Hauses stammen. Stell dir einfach vor, wir laufen so rum, okay, auf dem Dachboden, es ist richtig, richtig ruhig und hörst du so aus der Ecke einfach nur Sucuk, 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 Türkisch ist das Sucuk, Bro, holy shit, das wäre mad creepy. Ich würde es aber ein Stück feiern. Oder, ich meine, das Sense ist viel zu low. Ich muss mal richtig hart kurbeln, um die Tür aufzumachen. Gibt's eine Vorstory da unten drin? Die haben den coolsten Banger des Landes gesucht. Und der durfte in das Haus rein. Sind das auch Einbildungen mit dem Spiel, das du mitläufst, oder ist das einfach nicht? Ja, I don't know. Sind du stellst mir zu viele Fragen. Guck mal. So riegeln wir demnächst auch die Küche ab. Ja, warum? Nee, wir machen dich rein und dann riegeln wir die so zu. Mal gucken, was im Fernsehen läuft. Hey! Ich mal RTL! Vorstellen, jetzt gerade auf der Welt gibt es wahrscheinlich Hunderte, die irgendwo eingesperrt sind, gekidnappt sind oder so. Krass, oder? Cindy, wir spielen gerade ein Gruselgame. Deine Aufgabe ist, die Sachen ungruseliger zu machen, nicht gruseliger. Wir leben hier so glücklich, weißt du, und gruseln uns mit Absicht. Und manche gruseln sich gerade auf Todesangst. Actually true, ja. Willst du Kopfhörer haben eigentlich? Nö, in Ordnung. Es ist easy, das dauert eine Sekunde. Du bist mir schon genug zusammen. Matruschka, Matruschka, Matruschka. Russisch ist die Matruschka. Haben wir noch den Stick? Oh, wir haben noch den Stick. Wir können auf den Dachboden gehen, Freunde. Hast du noch Bock? 187, geboren für die Zeit. Was du heute nicht darfst. Du musst nicht deine Mutter erschrocken. Bitte? Wie muss sich deine Mutter erschrocken haben, als sie den Dachboden aufgemacht hat, was ja schon gruselig ist, und da ist eine tote Maus im Weg. Lol, das ist passiert? Ja. Ich hatte mal eine fucking Maus in meiner Bettwäsche. Ich
Ich hatte mal so einen Maikäfer in meinem Bauchnabel. Ist actually schon zweimal passiert. Das ist eklig. Und das war unter meinem T-Shirt in der Schule. Ich war nur zur Pause draußen. Ich weiß bis heute nicht, wie das passiert ist. Ich glaube, die Dinger leben in meinem Körper. Wirklich, no joke. Also, ich habe das geträumt, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich nicht geträumt habe. Da war ich in Köln bei meiner Tante und ich habe im Keller... Oder kannst du auch mit dem Amazon-Paket spielen, du Käse? Und schmeißt du dich nach hinten, so wie in dem Amorant-Video. Nicht witzig. Ich darf gar nicht über sie reden, sonst kann ich auch gebannt werden, weil sie ist gebannt auf Twitch. Ich glaube, das ist gegen die Toss, dass ich über sie rede. Amorant? Ja, ich meine doch nicht Amorant, ich meine... Amorant ist ein Korn. Ich meinte... Also alles gut. Ich meinte, Amaland, meinte ich. Amaranth. Du kannst Amaranth sagen, weil Amaranth ist ein Gewürz. Nimm mal kurz die Karte. Okay. Kann ich nicht arbeiten, ich glaube. Oh, guck mal, das Rad ist angegangen. Jemand meinte irgendwie, ich soll nach dem Schlüssel für den Code, für den Safe suchen oben, aber keine Ahnung. Okay, oben sind Steps, also müssen wir doch nach oben. Bro, ich bin mega verwirrt hier. Was denkt ihr, wo wir hin müssen? Mehr Subs am Tag als Shroud. Bro, das ist krass einfach heute. Holy fuck. Im Auto, die Stange ist ein Hammer. Ja, danke, man. Aber ich glaube, das können wir nicht rausnehmen. Wofür solltest du den Hammer brauchen? Ja, ist ja das Ding. Ich brauche den Hammer ja eigentlich nicht, oder? Du wirst eh nicht gebannt. Ja, ist so. Ich verletze gefühlt. Gefühlt einmal im Monat verletze ich die. Oh mein Gott. What the fuck? Gefühlt einmal im Monat verletze ich die Toss einfach. Ich meine, die Frage ist, jemand meinte irgendwas von Spiegel zerstören, aber wir können den Hammer nicht aufnehmen, Jungs. Warte mal, die Tür war so angelehnt. Vielleicht ist hier was drin? Sucuk, Sucuk, Sucuk. Achso, Freunde, eine Sache, die ich noch fix fragen wollte. Ihr meintet ja, dass wir im zweiten Kapitel sind. Sind wir im zweiten Kapitel, weil wir mit dem zweiten Kapitel angefangen haben? Oder sind wir im zweiten Kapitel, weil wir das erste schon fertig haben? Weil jemand meinte, ich habe mit dem zweiten Kapitel angefangen am Anfang. Hast du die Räume hinter dem Spiegel schon alle untersucht? Was meinst du hinter dem Spiegel? Meinst du da, wo wir hergekommen sind? Wir kommen von dem Spiegel. Du meinst quasi... Du redest von diesem Raum hier, Specker, oder? Von dem da. Also hier vorne ist nichts. Wir können nochmal gucken, wir gehen nochmal hoch. Ich glaube, diesen einen Raum hier links habe ich mir noch nicht angeguckt. Bring me my child. Oh mein fucking Gott! Die Frau hat dich gebeten, ihr Kind zu... Oh mein Gott, wir mussten mit dir labern. Okay, Das bedeutet, wir müssen ins Kinderzimmer, oder? Denkt ihr das auch? Cindy? Oh, Bruder. Ey, Junge, ich guck hier rechts rüber, sitzt da niemand mehr, Alter. WTF. Baby. Holy shit. Guck dir mal, wie Kiwi da sitzt. Mach mal kurz Licht an, groß. Und achtet mal auf Kiwi fix. Da. Weil so, Kiwi sitzt schon so da, als wäre da schon die Couch, von der wir geredet haben. Aber sie ist noch gar nicht da. Kiwi. Wie kann man so harte Fax geben, einfach? Wie kann eine Katze so harte Fax geben, ey? Holy shit. Einfach nur grauer Klump. Nee, diese Katze bringt mich noch um. Soll ich dir mal kurz was reinwerfen, was ich voll gruselig finde? Bitte nicht reinwerfen, dann geht der Bildschirm kaputt. Nein. Gagmaschine. Ach, guck mal, früher gab es ja keinen
kein Strom und so, weißt du, da haben die alles mit Kerzenlicht gemacht. Und früher haben die doch auch so Gebäude ohne Fenster gebaut, nur mit so Luftlöchern, weißt du, was ich meine? Ja. Und nur Kerzen, und dann haben die ja auch noch so an, vieles war ja super religiös, so an übernatürlichen Shit geglaubt. Wie crazy muss es gewesen sein zu der Zeit? Die haben da wahrscheinlich 24/7 Exorzismus durch. Ganz kurz. Ja, wir sterben. Ich glaube, wenn das passiert, können wir uns nicht mehr retten, oder? Dann ist vorbei. Wir sind auf dem Klo der Sicherheit, uns kann nichts passieren, Freunde. Wir müssen nur fest dran glauben. Haben wir noch Pillen? Nee. Das hat echt nicht funktioniert. Das Klo der Sicherheit, Freunde. Perfekt, safe. Okay, wir suchen ein Kind. Die Alte meinte, wir sollen ihr Kind zurückbringen. Du hast dir nicht die Hände gewaschen. So macht man das als Mann. Wenn Essig zu heiß ist. Mahlzeit und gut Kick in die Runde, ihr alten Bumsbatzen. Ach, ihr Junge, danke für die zwei. Kurz aufs Auge, Bro. Tabba, Lukas, danke für den Support, Freunde. Vielleicht schaffen wir 8600 Subs heute noch. Was denkt ihr, wo ist das Kind? Vielleicht im Safe? Safe? I don't know, könnte es sein. Meinst du, das Kind gegessen und zerstückelt oder was? Und ich meine, Real Talk könnte im Safe sein, findet ihr nicht auch? Vielleicht im Kühlschrank. Ich meine, als ob da jetzt ein richtiges Kind ist. Vielleicht im Kühlschrank. Im Elternschlafzimmer? Ja. Da hat ein Monster. Oh, das könnte sein, da. Moin. Was soll das? Oder draußen arbeiten irgendwelche Bauarbeiter bei uns. Ey, ich schwöre. Mad gruselig hier gerade. Das ist die von vorhin, oder? Das ist dieselbe von vorhin? Vermutlich. Pack sie nochmal fix da rein, aber es soll dieselbe sein. Dolores' symptoms are aggravating. Ja. Das ist von vorhin, okay. Waren am Dachboden nicht Babyschreie? Ja, true, oder? Da hat doch ein Kind über dem Auto geweint. Nee, ich glaube, das war der Dachboden. Lass nochmal zum Dachboden fix. Vermutlich müssen wir einfach überall rumlaufen und gucken, ob wir irgendwo Babyschreie hören. Auf zum Klo der Sicherheit. Okay, hier ist nichts Babymäßiges. Hier irgendwas Besonderes? Nee. Gut, dann ich denke, okay, also Dachboden ist abgehakt, Freunde. Schlafzimmer, Kinderzimmer ist abgehakt. Dann müsste es rein theoretisch im Keller sein. Aber im Keller waren wir doch schon. Habe ich in einem Walkthrough gesehen. Spamt mal alle. Du brauchst den Hammer, um den Spiegel zu zerschlagen, das links im Raum neben dem Telefonat ist. Wahrscheinlich neben dem Telefonat, oder? Man kennt's. Was ist los, Baby? Guck mich nicht so gruselig an. Ich hab nur gelacht. Dann hör bitte auf zu lachen. Das macht mir Angst. Du hast so riesen Rehaugen gerade, ey. Warte mal, hier, links neben dem Telefon. Oh, Loopy droppt einen Tier 1 Sub, Buddy. Vielen, vielen Dank, mein Bro. Freunde, ihr meint doch den Hammer aus dem Keller, oder bin ich low? Dem im Auto? Oder meint ihr den anderen Hammer? Du brauchst den Hammer, um den Spiegel zu zerschlagen. Das links im Raum neben dem Telefon ist. Links Raum Telefon. Ich meine, safe den Hammer aus dem Keller. Muss eigentlich. Den kannst du dir gönnen. Vorhin könnte ich mir nicht gönnen, aber vielleicht jetzt, wo ich die Alte angelabert habe. Das könnte vielleicht sein.
Kann ich mir vielleicht gönnen, wenn ich im Auto sitze? Oh mein fucking Gott, Chat. Progress, let's go. Alter, das hätte ich halt niemals alleine gemacht, ne? Wirklich, das hätte mich 2 Stunden gekostet alleine. Ich hab gerade gepupst, wundere dich nicht. Das riecht gleich super eklig. Oh Gott, Mann. Oh, Kevin. Was ist denn das immer, was bei dir rauskommt? Ja, weiß ich nicht. Pups halt. Ja, komm, die ganze Kacke. Okay. Oder wenn jetzt die Oma kommt, Alter, dann boxen wir der eine rein mit dem Ding. Hast du gerade versucht, mich zu erschrecken? Ja. Okay. Du musst es mit beiden Händen greifen, um zu verwenden. Digga, ich muss jetzt mein verficktes Feuerzeug wegpacken dafür. Oder was? Wie greife ich denn irgendwas mit 2 Händen? Ich raff's nicht. Warte mal, wir lassen das mal kurz fallen. Nimm das Feuerzeug. Packen das hier rein. Nimm die Hand. Okay. Okay, let's go. Können wir sowas hier kaputt schlagen? Oh Mann, das ist ja gar nicht gruselig. Okay. Welchen Spiegel würdet ihr jetzt an meiner Stelle zusammenschlagen? Den da? Alter, warte mal, hier geht's jetzt zu einer Tür durch. Holy fuck. What the fuck? Alter, Cindy, komm mal ran. Was ist das denn, Alter? Holy fuck. Ist das dein Gedächtnis, was das macht? Nee, ich bin gerade durch den Spiegel gelaufen. Hä? What the fuck? Ich werde erst unendlich. Boom, 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 boom. Ah. I want you in my room. Let's spend the night together. But holy fucking shit. Soll ich links den Spiegel reinknallen? Und gib ihm. Spotify Rich. Komm, atme durch. Okay, uns fehlt hier ein Schlüssel, Freunde. Es wurde gespeichert. Oh, Bro, das ist nicht gut. Wirklich, Speichersachen sind immer scheiße. Ich bin gut drunk und habe gut Codein getankt. Denk mir die ganze Zeit nur, was ist so gruselig, hä? Hypnos, Alter, lost einfach. Ah, da ist wieder Togo. Was ist das? Anlassen? Ah, okay. Es rauscht aber. Sollen wir uns ein drittes Feuerzeug nehmen, Freunde? Wir können uns hier die 2 Feuerzeuge... Oder nee, das ist nur 1 Feuerzeug. Das andere war in der anderen Welt. Aber wir können das hier kurz einpacken und die Pillen auch. Dann haben wir die immer parat, Alter. Nein, nicht nehmen, du Idiot. Ach, Bro, er nimmt direkt. Fucking Drug Addict. Okay, nice. Alle wieder ausgespuckt. Wieder reingerotzt, Alter. Gib Gas, schnell. Okay, das ist der Lagerraum, Freunde. Wir suchen nach irgendwie sowas wie einem Schlüssel, oder? Oder nach einem anderen Spiegel, Ladies and Gentlemen. Was meinst du? Achso, ja, wir hören immer so. Ist richtig gruselig, Freunde. Wir hören immer so Schritte. Aber sonst nichts. Genau, wir hören nichts, kein Reden, nichts. Und man hört einfach nur so ein. Aber nur so ganz. Von den anderen Wohnungen halt. Ja.
Aber hier wohnen Kinder, alles. Wir haben noch nie irgendwie Kinder. Also nichts dabei, nur Schritte. Es klemmt, vielleicht kriegst du es mit dem richtigen Werkzeug auf. Du hast einen fucking Hammer in der Hand. Wie wär's, wenn du einfach die Scheiße da aufknallst? Ist das dein Hebelig? Ja, müssen wir ein paar Speer rausschicken. Okay, Freunde, also lass uns kurz zusammenfassen. Wir brauchen einen Schlüssel, wir brauchen irgendwas fürs Fenster aufmachen. Wenn wir eines dieser beiden Sachen haben, geht's weiter. Vermutlich brauchen wir erst diesen Kompass da. Geh ich mal von aus. Ich gehe davon aus, dass wir alle Spiegel im Haus irgendwie mal einschlagen müssen. Und... Oh, da stand was. Nee, das ist nur eine Puppe. Die stand vorhin schon da. Oh Gott, das ist doch schlecht. Ja, soll ich switchen? Warte mal, kann ich... Du kannst keine Zweihand-Gegenstände lagern. Soll ich den Hammer irgendwo liegen lassen, damit ich mit dem Feuerzeug durchlaufen kann? Oder soll ich einfach ein Mann sein? Mann! Okay. Meinst du, die verschlossenen Türen, diese Verketten, gehen auch irgendwann noch auf? Ja, ja, sehe. Meinst du, da ist dann das Shit hinter? Keine Ahnung. Wo war denn noch ein Spiegel? Oder war der Spiegel vorhin auch da, Freunde? Ich weiß gar nicht mehr genau. Wir boxen mal hier die Alte um. Gehen wir mal hier lang. Wie weißt du, wenn du besoffen bist? Marc, ich weiß nicht, wann ich es bin, aber ich weiß auf jeden Fall, wann du es bist, und zwar gerade. Was zum Fick, Alter? Bruder, das hat gerade arg geleckt, Freunde. Ah ja. Schönen guten Tag, mein Name ist Kevin Teller und ich hab Hammer. Schönen guten Tag, mein Name ist Kevin Teller und ich hab fucking Angst, Bro. Vielleicht musst du danken. Oh ja, true. Actually true. Irgendwie ist das Haus echt cool. Digga, was geht mit denen, Junge? Haben die irgendwie Asperger oder so? Was ist mit diesen Schaukeln? Bist du auf einmal draußen? Bruder, ganz merkwürdige Nummer hier gerade, Freunde. Nee, okay, hier geht's nicht weiter. Wir müssen also in diese Richtung. Oder wir müssen hier links rein vielleicht? Okay, okay. Ist ja wie diese eine Bombe. Ja, was sollen wir denn sonst machen? Warte mal, müssen wir vielleicht... Können wir bis da und dann links gehen? Oh, nee, okay, das geht auch nicht, okay. Ach, Bruder, das ist so hell. Holy shit. Ich schwöre, wir gucken die ganze Zeit so dunkle Sachen an, Alter, und auf einmal kommt hier so full weißer Bildschirm, Junge. Digga, erstmal blind. Warte einfach auf dem Bus. Pfeifert. Ach, guck mal, was ist hier? Okay, aufmachen geht hier aber nicht, Freunde. Vielleicht können wir hier rüber gehen? Nee. Hä, hey, hab ich irgendwas übersehen? Bin ich gerade hyperlow? Nice. Leiter am Haus, schreibt jemand. Oh, lol. Actually, guter Call, die hab ich gar nicht gesehen. Nee, da kann ich durchlaufen. Vielleicht ist das Kind im Müll. Ach, Freunde, guck mal, ich kann meinen Hammer in die eine... Ah, okay. Wenn ich Leertaste drücke, habe ich es nur in einer Hand. Also kann ich rein theoretisch, wenn wir nachher wieder drin sind, auch das Feuerzeug und den Hammer gleichzeitig mitnehmen. Aber wo geht's jetzt weiter, Digga? Warte mal. Warum? Jemand hat geschrieben, dass du den Kompass raus und draußen weitermachen zu können. Oh, fühle ich. Das ist actually ein sehr, sehr guter Call. Ja, das macht irgendwie Sinn. Weil warum sollte man sonst da rauskommen können? Okay, das bedeutet, man muss hier jetzt erstmal wieder zurück, ne? Auf einmal ist alles so hell. Oh, never mind. Okay,
Okay, Freunde, dann würde ich sagen, nehmen wir den wieder in einer Hand und ein Feuerzeug in die andere. Das war das Klo der Sicherheit hier. Also wir. Nee. Ich überlege gerade, wo hatten wir denn noch einen Spiegel gesehen? Ja, wir müssen jetzt erstmal hoch irgendwie. Also wir suchen auf jeden Fall einen weiteren Spiegel, Freunde. Danach suchen wir gerade. Und da in dem weiteren... Obwohl, wir müssen nicht unbedingt einen weiteren Spiegel suchen gerade. Es wird auch funktionieren, wenn wir irgendwas finden, wo wir so ein Fenster mit hochmachen können. Freunde, bitte geh in das Zimmer links, die Treppen neben dem Telefonat. Freunde, sag doch einfach Telefon, nicht Telefonat, ihr Esel. Vielleicht hört man ja ein Telefonat. Man nennt das Telefon, nicht Telefonat. Ah, das ist kacke. Ja, wir sind tot, Fred. Ja, wir sind 100% tot. Jetzt können wir nicht überleben, Freunde. Weiß ich, wie wir hier safe sind, aber ich denke nicht. Ja, wir sind tot. Sorry, Mate. Fuck. Olle Renate, Junge. Renate, Doppelpunkt, Rage, Doppelpunkt. Die auf Flura wächst, Giftbeere, Logomatisch, Short. Renate ist richtig hot, hat jemand geschrieben. Oder ja, ich kann mir auch nichts Geileres vorstellen als die Alte gerade. Holy fuck. Jedes Mal aufs Neue creepy. Ist so. Okay, hier waren wir stuck. Okay. Freunde, wie fühlt ihr euch gerade? Denkt ihr, wir müssen nach einem Spiegel suchen? Oder denkt ihr, wir müssen nach einem Gerät suchen? Oder denkt ihr, wir müssen nach einem... Also, ja, suchen wir einen Spiegel oder suchen wir ein Gerät, wo wir ein Fenster hochmachen müssen? Viel Spaß beim Gucken. Danke. Oh, Freunde, wir haben was gefunden. Oh, shit, dude. Gib Gas, schnell. Okay, Freunde, was ist der Plan? Ich renne jetzt zu der Alten hin und box die um, oder was? Oh, Freunde, ich hau mir erstmal noch kurz ein Oreo mit Double Cream rein. Sag einfach Hallo. Oder ich bin gerade zu dumm, diesen Oreo rauszubekommen. Aha. Oh, Freunde, let's fucking go. What took you so long, George? You know when tea time is. And yet you always find a way to be late. Were you in your study room again, scribbling nonsense and talking to your recorder? I'm beginning to think you love your work more than me. I know you're tired of me. Oh, yes. I know you'd have me gone in a heartbeat if you could. It's just fine. I'm sorry. I'm just tired. Would you be a doll and fetch me some special tea? Ooh, is this a fire sign? Ah, no. I'll wait here, George. Wo waren diese Teekiste, Freunde? Ich meine, die war Schlafzimmer oder Dachboden, aber not sure. Ich kann hier nichts anzünden. Oh mein fucking Gott. Okay. Freunde, kurze Frage. Denkt ihr, wir sollen hier rechts lang? Ja, komm, wir machen es einfach. Bruder, ich will die Tür aufmachen, du fucking Pepeger. Nee, okay, nee. Hier können wir nicht lang. Okay, weird. Freunde, wo genau war das nochmal? Helft mir fix. Oben in der Süd. Ah ja. Ah, das ist, das Klo der Sicherheit. Oh mein Gott. Ein Verstand im Rapide ab. Monka W, Alter. Ich weiß nicht, ob das hier gerade als Licht zählt, aber ich denke schon. Warte, wir können Pillys nehmen. Lass Pillys auf Safe nehmen. Fuck it.
Bruder, ich laufe im Kreis gerade, ich pipe. Wo geht's denn hier raus? Ah, hier, okay. Hey, warte mal, wo ging's denn hoch? Warte, ich muss kurz nochmal chillen, bis mein Verstand wieder voll am Start ist, Freunde. Yo, Beat Horizon, danke für den Support, Boys. Hat Faustflipper ein Update, weil es so nice aussieht? Boah, ich wünschte, Faustflipper würde so aussehen. Mein Verstand wird irgendwie nicht besser. Ah, jetzt, okay. Im Spiegel ist das Kind dann, das links im Raum neben dem Telefonat ist. Okay. Das heißt immer noch Telefon, by the way. Ich bin einfach immer noch zu blöd, hochzufinden. Wo ging's denn hier hoch? Ach so, warte mal, da, wo wir gerade hoch wollten. Okay, warte, wir müssen hier lang, richtig? Hier lang und dann beim Auto lang. Ja, moin, RIP. Wir sind tot, Freunde. Wir sind tot. Wir sind tot, Ladies and Gentlemen. Wir sind tot, wir sind tot. Erschreckt euch gleich nicht. Gleich kommt die Alte wieder. Vielleicht kann ich jetzt fliehen, wenn ich hier lang gehe. Bin ich hier safe? Der Spielplatz der Sicherheit. Digi, Alter, gib mir den anderen Leck, Alter. Digga, als ob ich schon wieder den... Ich schwöre, warum verlaufe ich mich denn die ganze Zeit? Wo ging's denn hier zum Auto? Das war doch hier, oder bin ich low? Ging's nicht in dem Raum zum Auto? Ich hätte schwören können. Oder war das die Tür zum... War das die... Warte, Freunde, wir gehen nochmal fixieren. Digga, du wirst so lost. Bruder, das ist übelst verwirrt, ich schwöre. Dieses Haus ist so groß, Alter. Im Wohnzimmer war doch ein Spiegel. Ich komme nicht ins Wohnzimmer gerade. Ich versuche ja, ins Wohnzimmer zu kommen, Freunde. Aber ich finde nicht den Weg nach oben. Wirklich, ist gerade eine ganz verschickte Nummer hier. Weil es gibt halt mehrere Wege nach oben, aber die meisten sind gerade zu und irgendwie finde ich nicht den einen, den wir gerade benutzen müssen. Oder gibt es gerade gar keinen, den wir benutzen können? Warte mal, also. Hier, oder? Die Tür können wir nicht aufmachen, aber da wird es durchgehen, glaube ich. Achso, ich wollte eigentlich die Kerze anzünden. Wo ist die jetzt hin? Ah, okay, wir haben sie eingesammelt. Okay. Geh nochmal zu der Alten. Bruder, ich schnall es gerade nicht, Freunde. Okay, was war hier nochmal? Okay, hier brauchten wir einen Schlüssel. Du bist durch den Spiegel dahin gekommen. Du musst durch den Spiegel wieder zurück. Ja, wir sind tot. Ich kann hier nichts machen. Vielleicht hier am Fernseher? Ich glaube ehrlich gesagt, ich glaube, wir sind dead. Aber wir haben noch Pillen, wir haben noch Pillis. Hau rein, die Scheiße, Bruder, gib ihn. Ach man, du dummes Slut, Alter, hau ab. Okay, die Pillis kicken, Freunde. Okay. Was ist gerade unsatisfying, dass wir so stuck sind, ey. Ging es denn hier zum Auto, Bro? Ich get's gerade nicht. Okay, hier ist das hier. Okay, hier ist nichts. Hier war doch immer das Auto, oder? Digga, Bro, ich bin gerade power lost.
Vielleicht müssen wir nochmal zu der alten hier, zu der Uschi. Die Uschi ist jetzt weg, Freunde. Aber wir können hier immer noch nicht langlaufen. Also ich denke, wir sollen wirklich nicht hier lang. Nee, hundertprozentig nicht. Nee, hier kann man auch kein Feuerzeug benutzen. Hier sollen wir safe nichts machen. Musst du nicht durch den verdrehten Gang zurück? Kam ich durch den verdrehten Raum hierher? Kassette. Habt ihr eine Kassette gesehen, Freunde? Im Spiegel oder draußen? Oh. Oder Call, Freunde? Ah, fuck, ja, das kann gut sein. Da müssen wir also den Spiegel suchen, wo wir reingekommen sind. Ich glaube, der war hier. Nee. Wo war denn der Spiegel, womit wir reingekommen sind, Alter? Junge, ist das verwirrend, Alter. Hier. Ah, das ist ein anderer. Dann schauen wir mal, Jungs. Bro. Mein fucking Gott. Du hast die Brechstange. Mach damit das Fenster auf, nimm den Kompass und geh auf den Spielplatz. Das ist keine Brechstange, oder? Ich glaube nicht, dass wir damit... Oh, das könnte vielleicht funktionieren, was ihr sagt. Aber ich denke ehrlich gesagt nicht. Als ob wir mit dem Ding, wo wir auch das... Also er meint das hier. Als ob wir mit diesem Greifarm für den Dachboden... Warte, was ist das hier, Chat? Ah, ein Schlüssel, oder? Ist das hier ein Schlüssel? Da fehlt ein Kreuz, und wenn ich das jetzt umwerfe. Holy fucking shit. Jesus, oh, Jesus. Du bist wunderbar. Du bist wunderbar. Jesus, oh. Jesus, oh. Jesus. Du bist wunderbar. Du bist wunderbar. Okay, ich glaube, hier können wir actually nichts machen, oder? Fühlt sich das gerade für euch so an, als könnten wir hier irgendwas machen? Ich kann hier nirgendwo drüber laufen, ich kann hier nichts kaputt machen. Vielleicht kann ich hier durchcrouch. Oh. Boah, Freunde, Alter, das ist wirklich gerade ein anderes Level creepy, Alter. Achso, wir müssen interagieren, okay. Für die Zerstörung des Spiegels gibt es eine Strafanzeige. Wegen Sachbeschädigung. Ganz ehrlich, kannst nicht mal, du Drecksau. Ich musste den Spiegel für Jesus kaputt machen. Hier irgendwie interagieren mit? Nee, wa? Oh, warte mal, hier ist... Warte, kommen wir von hier? Nee, ne? Nee. Uff. Kann man da runterfallen? Nee. Oh, shit. Here we go again. Ich bin gut müde schon, ne? Aber wir haben es gleich geschafft, Chat. Halbe Stunde noch, dann sind wir durch. Fuck you, Alter. Können wir hier noch irgendwas machen? Halbe Stunde, dann haben wir die 12 Stunden geschafft, Jungs. War eigentlich relativ easy. Aber ich bin, wie gesagt, schon gut kaputt trotzdem. Vielleicht kannst du jetzt das Werkzeug an der Werkbank benutzen, um das Fenster kaputt zu machen. Das Ding ist halt, ich komme gerade nicht mehr zur Werkbank, Homie. Das ist gerade so ein bisschen unser Problem. Komme ich hier irgendwie rüber? Nee, ne? Nee, safe, da kann ich nicht durch. Okay, das würde ja für mich bedeuten, gerade wir sind hier falsch, oder? So fühlt sich das gerade an. Gut, dann gehen wir nochmal raus aus diesem Spiegel. Der ist wahrscheinlich für later dann.
spielst du nicht zu Ende. Ich weiß nicht so ganz genau. Wir können auch morgen weiterspielen, so ist nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir noch zu tun haben. Freunde, wo ist denn der Spiegel, wo ich herkam? Alter, ich raste gerade nicht. Die Tür geht nicht auf. Ja, Freunde, das war's. Wir sterben. Oh Gott, hier ist Licht. Oh mein Gott, Jesus Christus, Alter. Ich nehme auch Vorsicht, aber mal Pillis einfach mal. Renate, bitte nicht. Kommen wir durch die Tür? Ist es die Tür, wo wir herkommen, Chad? Ich weiß es nicht mehr. Nee. Warte mal, wir kamen von hier. Ich erinnere mich dran. Wir kamen von hier. Ich meine, wir kamen durch diese Tür. Das war das Erste, was ich gesehen habe, oder? Ich weiß noch, dass ich direkt gerade ausgelaufen bin und einen Spiegel eingeschlagen habe. Also ich habe das Gefühl, wir kommen von hier, aber I don't know. Ich habe keinen Schlüssel. Ach doch, ich habe einen Schlüssel, lol. Kann ich aber nicht verenden hier. Ist nicht der richtige Schlüssel. Also müssen wir erst noch irgendwas hier machen, als hätten wir einen Spiegel übersehen oder so. Na, ja, das ist der falsche. Alter, was ist denn hier vorne? Ein Gefrierdings. Okay, ich weiß nicht, was diese leuchtenden Matruschkas können, aber ich habe davon schon jetzt zwei gefunden mit der. Ich glaube, das ist so eine Art Easter Egg oder so. Oh, Glühbirnen! Glühbirnen können verwendet werden, um kaputte Leuchten oder Lampen zu reparieren. Bro! Okay. Feels good, man. Feels good, man. Ja, dann hier, Bruder. Gib ihm, Alter. Achso, ist ein Kerzenständer, ja, moin. Immer noch ein bisschen verwirrt. Hier geht's nicht auf. Okay, dann reparieren wir mal hier die. Okay, perfekt. Okay, hier waren wir eben. Was ist hier? Ist hier irgendwas? Schauen wir, ob hier vielleicht ein Spiegel ist, den wir noch nicht gesehen haben. Der wird's wahrscheinlich nicht sein, oder? So ein Spiegel kann man wahrscheinlich nicht einhauen, gehe ich mal von aus. Ja, okay. Das wäre jetzt auch weird gewesen, um ehrlich zu sein. Du musst mit beiden freien Händen an der Kurbel drehen. Großer Kronleuchter. Die Kurbel beim Jesus. Nee, Freunde, wir konnten immer interagieren, ob wir 2, 3, 4, scheißegal, wie viele Sachen wir in der Hand hatten. Wir konnten immer interagieren. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwas interagieren können gerade. Ich denke, dass das ein bisschen noch dauert, bis wir da hin können. Weil bei der Alten liegt was auf dem Tisch. Den Schlüssel, den haben wir schon eingesammelt. Ich raff's gar nicht. Freunde, wir müssten irgendwas finden, womit wir ein Fenster aufbrechen können. Das oder einen weiteren Spiegel, denke ich. Oben nach links ist die Garage. Wir kommen nicht zur Garage gerade. Warte mal, was war hier? Wo ging's denn hier nochmal hin, Freunde? Was ist hier? Was genau waren hier oben nochmal? Ich hab's vergessen. Ach, das war dieser einzelne Raum. Ach so, das war das, wo wir hier...
Ja, okay, damit geht's auf jeden Fall nicht. Also wir wollen diesen Kompass irgendwie haben, weil dann können wir auf dem Spielplatz weiterlaufen. Die Frage ist, wo kriegen wir das hin? Her. Ja, mit dem Hammer einschlagen geht nicht, Freunde. Das habe ich schon versucht, keine Sorge. Hinter dem Spiegel die Tür links, wo du herkamst. Hinter dem Spiegel die Tür links, wo du herkamst. Du, ich raff's nicht, Alter. Oh, oh mein Fuck. Du, mein Hammer war stuck gerade. Ja, Rip, 10, dass ich sterbe. Mach jetzt nicht diese, Alter. Nee, ja, du dumme Kanzler. Du dumme Kanzler, oh mein fucking God. Bro. Jesus hätte gewollt, dass du das ganze Game heute noch durchspielst, Kappa. Nee, das schaffe ich nicht, Bruder. Ich bin wirklich übelst müde. Digga. Auf dem Tisch der Alten liegt, glaube ich, noch was außer der Schlüssel. Ja, da war noch, was hatten wir da noch, Freunde? Wir hatten da noch eine Kassette, die wir eingesammelt haben. Also wir suchen nach irgendwie einem Werkzeug oder so, wo wir... Vielleicht hier, da habe ich noch nicht nachgeguckt. Nee. Wo wir vielleicht damit das Fenster knacken können oder aufmachen können oder irgendwie so. Danach suchen wir, denke ich. Zu lachen. Okay. Kann ich nichts einsammeln? Ja, RIP, Freunde, Alter, wir stellen gleich nochmal. Okay, sind wir hier kurz safe? Wenn ich glaube, ich pop mal fix Pillys, Freunde, fuck it. Bei dem Jesus-Ding stand doch, du brauchst beide Hände zum Interagieren. Safe, dass das da stand? Denkte ich, sollte nochmal zu dem Jesus-Ding gehen, Freunde, dann mache ich das. Ich meine, komm, fuck it, lass es double-checken. Die 3 Sekunden haben wir. Why not? Ich meine, kann sein, dass ihr recht habt. Ich meine, irgendwie finde ich sonst nämlich keinen Weg, wie es weitergeht. Deswegen würde das ein bisschen Sinn machen. Achso, warte, wo ging's lang? Hier? Bei der Drehgangtür und da links hinter dem Spiegel. Die Tür ist der Schlüssel der Omi. Ich weiß ja nicht, was du meinst, Bruder. Wir gehen erstmal hier kurz weiter. Wir gehen erstmal kurz hier hoch. Was Chat meinte. Okay, wo stand jetzt was mit beide Hände interagieren? Hier stand nichts, meiner Meinung nach. Ich kann hier nicht interagieren, Freunde. Ich kann gerne den Hammer mal fallen lassen, wenn ihr wollt. Wir brauchen hier sowas wie eine Kurbel, ja. Mhm. Okay, wir brauchen eine Kurbel. Uns fehlt eine Kurbel. Springen funktioniert nicht. Ja, keine Ahnung, wo wir eine Kurbel herbekommen sollen. Oh, fuck, Alter. Yo, Lampi, Toastbrot, Andreovic, Nick, Finn, danke für euren Support, Boys, danke für die Subs, Bros. Holy shit, wir sind einfach bei 8600 Subs. Legit crazy, Jungs. Vielen, vielen Dank, Mann. Vielen, vielen Dank, Mann. Dickes Papa L für euch alle im Chat, Jungs. Danke, Mann. Für jeden einzelnen. No joke, das ist insane. Meinte ich, ich hab noch irgendeinen Spiegel übersehen?
Das ist der Raum, der verschlossen ist hier. Da waren wir schon. Ich schnall's gerade legit nicht. Du musst es aus. Was muss ich aus deinem? Du musst es aus der Hand legen, um es zu greifen oder so stand da gerade. Okay, keine Ahnung. Bro, bei der Oma auf dem Tisch war ein Key. Der ist eventuell für die Tür, die links von dem Drehgang ist. Freunde, wir können gerade nicht auf den Dachboden, wenn das ist, was ihr gerade meint. Wir können nicht nach oben gerade, das ist das Ding. Wir sind hier stuck, bin ich der Meinung. Weil da, wo wir hergekommen sind, da ist nichts mehr. Bitte lies doch mal die Nachricht. Auf dem Klo fehlt das Klo. Alles klar, Bro. Vielen Dank, dann weiß ich jetzt Bescheid. Ist immer wieder ein nices Gefühl, den Chat zu lesen. Stell dir vor, du kommst vom Drehgang und dann links erste Tür. Was für ein Drehgang? Nicht gerade. Ach so, ich weiß nicht, wo der Drehgang war. Warte mal, der Drehgang war... Wo ist denn der erste Spiegel, den ich eingeschmettert habe? Irgendwo hier oder so. Können wir hier den Schlüssel verwenden vielleicht? Nee. Oh, Bruder, ich find's gerade super kompliziert, mich hier zu orientieren, Alter. Okay, hier. Also, ich meine, wir kamen von hier. Von hier kamen wir und dann sind wir straight da geradeaus gelaufen. Ich meine, wir kamen aus dieser Tür hier. Vielleicht können wir die inzwischen öffnen? Nee. Ach so, ihr meint, dass es vielleicht da geht? Haben wir das noch nicht probiert? Das wäre HPP, wenn das jetzt funktioniert und wir haben das nicht probiert. Okay, danke. Okay. Aber an sich nice try, aber... Der Key ist für die Teetruhe auf dem Dachboden neben dem Schaukelstuhl. Wie gesagt, auf den Dachboden können wir gerade nicht, Jungs. Wir müssen... Oh! Okay, es ist... Okay, ich dachte, wir hätten was. Ja, wir sterben jetzt, glaube ich, wenn ich zu lange im Dings bleib. Im Dunklen. Gehen wir mal hier kurz fix zum Licht. Geh nochmal zu dem Raum mit den Planen. Da ist doch noch ein Spiegel. Da waren wir schon drin, da saß eine Frau, mit der wir gesprochen haben, kurz. Die hat uns einen Schlüssel gegeben zu so einem Teekistending im Dachgeschoss. Im Bad fehlt das Klo und dort ist ein Durchgang. Im Bad fehlt das Klo und dort ist ein Durchgang. Das Klo war... Okay, ich versuche das zu finden, was du gerade sagst, Bro. Oh boy, haben wir noch Pillen? Wir haben keine Pillen mehr, Freunde. Kann sein, dass wir draufgehen. Wir warten ganz kurz hier, dass unser Verstand besser wird. Aber kann sein, dass wir hops gehen. Ich glaube, wir gehen hops, Freunde. Ja. Weiß nicht, ob das reicht an Licht. Tja, was wird sie jetzt machen, die Alte? Da ist jetzt eine Tür. Ist jetzt kacke, wa? Tja. Schon scheiße, wa?
So. Hier ist das Klo. Junge, oh mein Gott, wer auch immer das geschrieben hat, ich möchte dir deinen riesengroßen Schlepphoden ablecken, Alter. Danke, Mann. Wirklich. Vielen, vielen Dank, Mann. Oh, Alter, Bruder, Progress, Jungs. Du bist so lost, na, Bruder, glaub mir, das ist wirklich sehr, sehr verwirrend. Holy fuck, dude. Okay, wir sind wieder oben. Können wir Licht anmachen hier? Okay, wir müssen schnell hier rausfahren, sonst sterben wir. Oh, Junge, mach die scheiß Tür auf, du fucking Bastard. Okay. Okay, wir sind wieder oben. Wir sind wieder oben. Jetzt helfen nur noch Tabletten, um beim Sinn zu bleiben. Ja, RIP. Wir können abspeichern, fix. Okay, geht nicht. Wir müssen zum Dachboden, richtig, Freunde? Dachboden? Ist Dachboden jetzt das Ding? Weil die Theke ist im Dachboden, Jungs. Steht da jemand? Wir ignorieren einfach. Juckt mich nicht. Wir gehen wieder auf die Toilette der Sicherheit. Tja, Tür ist zu. Was willst du jetzt machen? Zack, Pfeifert. Gefickt, Alter, aber dieses andere gefickt. Also ich ziehe das hier als Helligkeit. Wir laufen mal direkt weiter, scheiß drauf. Okay, hier ist auf jeden Fall Licht. Und hier war doch, wo war, war nicht hier das Teekästchen? Aha! Was ist das? Tee. Wofür war der Tee? Wofür war der Tee, Freunde? Was können wir mit dem Tee machen? Für die Alte. Welche Alte? Tee zur Oma. Die vom Anfang? Die meinte doch, sie will ihr Kind haben. Ich check mal ganz kurz vorsichtig, ob wir den hier nochmal kaputt machen können. Naja. Für die Alte in der Küche. Die Alte im Spiegel unten. Die wollte Tee haben. Die alte Slut. Okay, dann gehen wir zu dir. Die Frage ist, wie wir jetzt da wieder hinkommen, aber wir gucken einfach mal. Nein, och man, Renate, du dumme Fuckhole, Alter. Junge, wirklich, ey. Die Alte geht mir so auf die Eier, ich schwöre. Ich schwöre, wenn wir jetzt wieder da, wenn wir, wo waren denn das letzte Mal gespeichert? Wurde zwischendurch nochmal gespeichert, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Na, ist es hier der Tee? Haben wir den Tee schon genommen? Okay, den Tee haben wir. Ah, okay, nach dem Tee wurde gespeichert. Perfekt. Ehrlich, Alter. Sehr, sehr gut. Ja, eigentlich bräuchten wir Pillis oder so. Oder wir bleiben kurz im Licht. Wir müssen kurz im Licht bleiben, Freunde. Kannst du den Hammer am Schraubstock zerbrechen für eine Hand? Bitte was? Sorry, Buddy, ich weiß nicht so ganz, was du von mir willst. Wir müssen jetzt gerade anscheinend der Alten ihren Tee bringen. Wir chillen mal ganz kurz, wir machen hier kurz mal Zwischenpause. Geben Double Ge- ja, du dummes Slut, lass mich in Ruhe. Boah, mein fucking Gott. Junge Omi, Alter, ich will doch einfach nur die Scheißfrau mit ihrem scheiß Tee beliefern. Jetzt lass mich in Ruhe, du dumme Ho. Ach, Mann, Alter. Die macht aber auch gerade Faxen. Wirklich, das ist ja stressig, ey. Treppen hoch beim Telefon, dann links in den Raum und dann zum Spiegel. Was meint ihr mit Kassette und Pillen? Sind im Schlafzimmer noch Pillen oder was? Wir können auf jeden Fall fix die Kassette auschecken, wenn ihr wollt.
Dolores now has moments of severe psychosis. She loses contact with reality for long periods of time. She hardly remembers me anymore. She's lost her trust in me, and it's becoming harder and harder to administer her treatments. She sometimes forgets where she is, or even the fact that she has to wear clothes. She keeps on scratching her nails or banging her head on doors. She murmurs gibberish sentences and roams aimlessly around the house. The other day, she even accused me of trying to poison her. What the fuck? I'm on the edge. I don't think I can take much more of this. How am I supposed to work, take care of the baby, and deal with her dementia all at the same time? Bruder, Alter, der Bruder hat tut mir ein bisschen leid, Alter. Ich sag's euch so, wie es ist, Jungs. Der Habibo ist ein bisschen am Arsch. Oh, Freunde, hier sind Pillen, oh mein Gott. Okay, pack ich ein. No way, hä? Ich bin voll bei Verstand. Die Tür ist zu, sie kann nichts machen. Frauen, Alter, so leicht auszutricksen. Ach, zu breit, Junge. Mach zu, die Scheiße. Ich weiß nicht, ob wir da... Warte mal, müssen wir da gerade hin? Wir müssen, glaube ich, erstmal hier hin, oder? Ich bin gerade mir nicht ganz sicher, wo wir hin müssen. Ich denke, wir müssen erstmal zu der Uschi hier. Bevor wir irgendwas anderes machen. Ach nee, nevermind. Wir müssen in den Keller, oder? ETF. Wir müssen erstmal in den Keller, Freunde. So, ich denke, da mussten wir rein. Hier ging es doch, glaube ich. Ja, okay. Okay. Wir bringen jetzt erstmal der Uschi ihren Tee wieder. Keine Ahnung, was das bringt. Vielleicht gibt sie uns irgendwas. Also, am geilsten wäre, wenn sie uns eine Schlüssel gibt. Ich glaube, damit können wir am meisten anfangen. Weil da gibt es diesen einen Raum in dem einen Spiegel, den wir nicht öffnen können. Und vielleicht ist da das, was wir brauchen gerade. Dann kommt wieder Overwatch und lad mal wieder den Zelda-Stream in Uncut auf YouTube hoch. Ah, nee, nicht Uncut, Bruder. Das ist ja mega wack. Ich meine, ich kann Max fragen, ob wir vielleicht nochmal so einen kleinen Link in die Beschreibung machen, wo man sich den komplett Uncut nochmal reinziehen kann oder so. Also, dass es quasi ein Video ist, was nicht gelistet ist oder so. Für Leute, die da richtig Bock drauf haben, aber ich will es nicht hochladen auf jeden Fall. Okay, das hier ist ja wieder alles crispy clean, Freunde. Ah, ne, doch nicht. Okay, die sind schon offen. Okay, wo waren die Uschi? Das war... Hier, ne? Ne, warte, jetzt laufe ich gerade im Kreis. Wo ging es denn runter zu den blauen Dings? Hier. Das meintet ihr, oder? Ihr meint dieser Alte hier, da muss ich hin. Der soll ich das Tee-Ding bringen. Aber hier ist nichts. Du brauchst beide Hände, um diese Aktion auszuführen. In die Tasse machen? Okay, warte mal, ich, Oh ja, es funktioniert. Good job, Jungs. Daran habe ich gerade gar nicht gedacht. Okay. Schauen wir mal. Ah! Fucking Slut, Alter. Oh mein Gott. Es war obvious, aber... I knew it. I'll show you, you damned scoundrel, what bread you're worth. Sind wir jetzt tot? Oder ist es gewollt? Ist gewollt. Holy shit, Alter. Oh, fuck.
Bruder, WTF. Deswegen mussten wir den Hammer weglegen, oder? Dass wir den jetzt nicht mehr haben. Five-Head Game, Bro. Also mit einem Ofen. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Bro. Mach auf. Mach auf, Junge. Hühnchen mit Reis. Oh mein Gott, holy shit. Digga. Let's fucking go, chat. Oh mein fucking Gott. Pork you, Alter. Wirklich. Okay, warte mal. Helft mir ganz kurz. Wo brauchten wir das nochmal? Bei der Leiter, ne? Wo genau war die Leiter nochmal? Die Leiter war... So, das hier ist das Falsche. Das ist das mit Jesus. Freunde, den Hammer kann ich nicht mitnehmen erstmal. Den muss ich jetzt erstmal liegen lassen. Ich glaube, den gibt's auch nicht mehr, den Hammer, oder? Ja. Bin halt keiner lost, Jungs. Ich finde gerade den Raum mit der Leiter nicht, Alter. Wo war der denn? Das Fenster, Bro. Ja, das mit der Leiter ist das mit dem Fenster, Freunde. Wir reden gerade über dasselbe, Freunde. Oh mein fucking Gott! Oh mein fucking Gott, Bro! Holy shit! Digga, echt, dieses Game ist gestört. Lass mich in Ruhe, du alte Oma. Wie sie da um die Ecke lunzt, Junge! Bruder, wie sie da um die Ecke lunzt, ich fass es nicht. Lunzt die alte Oma da um die Ecke, ich kann nicht mehr, ey. Digga, bin ich gerade zu blöd? Wo ist es denn? Wo war diese Leiter? Ich bin so richtig verwirrt gerade, sorry, Jungs. Fast aufs Sofa geschissen, hat jemand geschrieben. Warte mal. Wo waren das nochmal? Ich komme nicht drauf. Ey, Digi, ich bin gerade hart stuck, ich schwöre. In den roten Gang rein. Beim Fernseher. Wie beim Fernseher. Hier? Ah, wir sind tot. Rett. Ah, wir können es vielleicht noch saven. Ich weiß nicht, ob die Pillys... Nein. Och, Renate, du dummes... Essbrot. Yo, Wolle, Low, Me and Row. Niro, Kidi, drop ein Sub für Isaiah. Severo, Pixelmann, danke für den Support, Boys. Digga, ey, wo war denn dieser Raum mit der Leiter? Es ist so verwirrt, Alter. Wirklich. Ich habe so null Orientierung in diesem Game. Weil sich auch tausendmal alles ändert in diesem Game. Das ist krass. Wie, jetzt ist die Brechstange gone, oder was? Okay, nevermind. Sie ist da. Gott, ich dachte, sie ist gerade jetzt hops gegangen, Alter. Okay, Freunde, ihr meintet, ich musste in den roten Gang hier rein, meintet ihr, ja? Ging's hier zur Leiter? Den Hammer lassen wir mit Absicht liegen, Freunde, den holen wir später.
Sind wir wieder hier? Wir sind im Kreis gelaufen. Da war der gerade hinter dir. Nein, no way. Digi, ich schnall's gerade nicht. Bin ich gerade low? Okay, warte, hier ist der Spielplatz. Neben dem Safe-Raum. Digga, dieses andere Pipega gerade, Freunde. Nee, neben dem Safe-Room. Also neben diesem Lagerraum. Da ist das, da ist nicht die Leiter, meine ich. Am Klo rechts vorbei. Ihr meint nicht den Raum. Das ist nicht die Leiter hier, Freunde. Am Klo vorbei, da ist es. Digga, ich bin hart lost gerade, Freunde. Ich. WTF? Hä? Gegenüber fast. Wisst ihr alle, wo es ist und ich nicht? Okay, warte mal, warte mal. Ja, wir. Hallöchen, ich bin's, Fahrrad Kippenhund für den Suff. Was ist passiert? Wir sind auf den Dachboden gegangen, haben den Tee geholt und haben der Frau den Tee gegeben. Die Alte mit dem Tee hat uns dann irgendwie versucht, in den Ofen zu packen. Also das war dann die Oma, die uns gebaitet hat. Diese, die uns gerade auch abgestochen hat. Die wollte uns in den Ofen packen, dass wir da brutzeln. Dachten wir uns aber so, nope. Sind hingegangen und haben uns befreit. Und dann lag da halt diese... Dann lag da halt diese Brechstange, die wir gerade haben. Und die haben wir jetzt gerade eingesammelt. Und jetzt suchen wir die Leiter, wo es hochgeht zu dem Fenster, wo der Kompass ist. Aber ich check's gerade nicht. Ich check gerade nicht, wo das war. Wenn du vor dem Klo stehst, links. Rechts von der... Okay. Danke, Chad. Das hat lange gedauert gerade, holy shit. Aber gute Arbeit, Jungs, gute Arbeit. We did it, bros. We did it. Oh, ladies and gentlemen, ich fass es nicht. Ich schwör, wenn er jetzt reinschlägt, dann, nee. Okay, hätte er jetzt reingeschlagen, ich wäre so pissed gewesen. Weil als ob er das mit dem Hammer hätte machen können. Ja, okay, Tornado draußen. Okay, jetzt müssen wir zu dem Spielplatz, Freunde. Bei dem Wetter macht Mahan Videos. Ja, ja, Bruder. Richtig am Grinden. Oh mein Gott. Hey, Chad, ihr seid eine richtige Gagmaschine gerade. Was ist denn da los? Okay, warte mal, wo ging der Weg hoch zu dem... Hier nicht. Irgendwann labert hier. Wir machen mal eine kleine Zwischenspeicherung. Wir müssen jetzt den Weg finden zu dem... Ah, hier ist wieder die alte, die piekt, da habe ich keinen Bock drauf. Wir müssen den Weg finden zu dem Spielplatz. No front. Spielplatz war, glaube ich, in diese Richtung hier. Genau das feiere ich. Du, alter Schwede, Junge. Heilige fucking Scheiße. Ja, ja, ich hab's. Ich hab grad den Power-Lag des Jahrhunderts, aber ich hab's. Okay, let's fucking go, Chat. Okay, wir sind links runter. Mal gucken, rein theoretisch sollten wir jetzt mit dem Kompass hier langlaufen können. Oh ja, es funktioniert. Es funktioniert, Jungs.
It works, Bros. Es klappt. Ach, dieser andere Fortschritt gerade. Ich muss sagen, hier finde ich es relativ chillig gerade. Oh, wird gespeichert, ist nicht so geil. Ich soll umdrehen anscheinend. Okay, ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Der Kompass zeigt irgendwie gerade Bullshit an. Oder ich muss irgendwas auf der Bank hier machen. Okay. Ah, jetzt zeigt der Kompass. Ja, jetzt zeigt der Kompass auch alles richtig an. Okay. Ah, hier ist aber ein kleiner Rinderfehler vorne. Aha, okay. Zeigt jetzt irgendwie hier in die Richtung an. Okay, jetzt wahrscheinlich das Ding hier. Folg einfach mal dem Kompass, Freunde. I don't know. Digga, was hart nice gemacht. No joke, wirklich. Das ist... Ey, ich würde fast schon sagen... Oh shit, hier ist ein Grab, Freunde. Ich würde fast schon sagen, das Game ist nicer gemacht als Layers of Fear. Könnte vielleicht mein neues Favorite Horror Game sein. Wirklich, ist sehr, 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 sehr nice. Achso, Bruder, wahrscheinlich so eine Tonne Steine kann er mit der Hand wegmachen. Aber so ein Fenster hochschieben geht nur mit Brecheisen. Okay. Ja, da ist jetzt wahrscheinlich ein totes Kind drin, oder? Was ist das denn? Ah, das ist ein Schlüssel anscheinend. Ah, ein Bieröffner. Weiß ich genau, was ist das? Stand da irgendwas? Denkt ihr, das ist ein Schlüssel, Freunde? Sieht ganz verwirrt aus. Sieht aus wie ein Spielzeug oder so. Mobile Raumschiff stand da. Was auch immer das heißt, Chat. Ja, mobile Raumschiff. Deutsche Raumschiff. Denke ich, folge einfach mal weiterhin dem Kompass, oder? Oh boy, Monkawee. Ich hab ja 12 Stunden geschafft. Easy fucking clap, bro. Oh, das ist aber schade. Jetzt müssen wir leider hier hinten. Oh, Mann. Mann, das ist echt, ich hab... Das Ding ist, ich würde echt gerne da runtergehen gerade. No joke, ich hab übelst Bock da drauf. Aber leider, Freunde. Leider müssen wir speichern nicht möglich. Alright, cool. Am Ende des Tunnels einfach Buxtehude. Kommen wir einfach bei Montes alter Schule an. Wir kommen einfach so bei Mehmet raus. Oho. Okay, wir sind wieder hier. Gut, wird gespeichert. Okay, Freunde. Krass, Bruder. Holy shit. Alter Schwede. Heftiges Game, Junge. Wir spielen es morgen weiter, Jungs. Morgen gibt es auch nochmal einen 12-Stunden-Stream auf die Augen. Alright. Ich würde wirklich gerne noch weitermachen, aber ich bin echt übelst kaputt.